Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zurück zum Godder Podcast, der Podcast, bei dem wir wöchentlich über Sonic und seine nervigen Superstars sprechen. Hallo. Ganz genau, hallo. Und wir, das sind natürlich einmal der liebe David, a.k.a. Dev. Hallöchen. Und ich bin Steven, bzw. Rookie, beide von spindash.de und heute mit Folge 202. Oh boy, es wird immer höher. Ja. Ja, ich habe jetzt eine sehr anstrengende Woche hinter mir, muss ich sagen. Ihr habt sicher auch gemerkt, der Podcast kam so anderthalb Tage zu spät. Entschuldigung dafür. Mhm. Und ist jetzt, glaube ich, genug Zeit auch ins Land verstrichen, um kurz zu sagen, warum das in letzter Zeit alles immer mal wieder etwas schwierig, unregelmäßig, seltsam gewesen ist. Ich habe am Montag, war ich auf der Seebestattung meiner Mutter. Das war jetzt ein bisschen eine schwierige Zeit, aber jetzt ist, denke ich, hoffe ich, das Schlimmste erstmal vorüber. Mhm. Und wir können eigentlich wieder relativ frisch starten, hoffentlich bald. Mhm. Weil ist halt doch schon, wenn man sowas mitmacht, ist das doch schon ein bisschen schwer, dann immer gute Miene zu bewahren und irgendwie so zu tun, als wäre man happy. Aber klar, man ist es eigentlich nicht. Mhm. Das ist voll nachvollziehbar, ja. Und jetzt mal vorne weggegriffen noch, bevor wir mit der Folge dann starten. So lieb Beileidsbekundungen und sowas auch gemeint sind, die brauche ich nicht. Davon habe ich wirklich mehr als nur genug bekommen in den letzten Wochen. Mhm. Also vielen, vielen Dank falls ihr Anteilnahme habt. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber das ist ja nicht mehr nötig, weil irgendwie ist das mittlerweile auf einem Level angekommen, wo es so viel ist, dass es eben jedes Mal dieses Thema wieder aufwühlt. Und das macht es nicht einfacher, damit fertig zu werden. Ist nicht böse gemeint. Wie gesagt, ich appreciate jede Beileidsbekundung wie die andere, aber es macht es halt nicht einfacher, irgendwie mit dem Thema abzuschließen. Mhm. Aber ich wollte es jetzt mal ansprechen, einfach damit ihr auch einen Grund habt, warum das in den letzten Wochen vielleicht immer mal etwas schwierig und unregelmäßig gewesen ist, weil es ist jetzt auch schon über einen Monat her. Da sind dann Streams ausgefallen, Podcasts kamen merkwürdig, waren kurz und. Deswegen, das wollte ich nur einmal kurz gesagt haben. Mhm. Oh ja, ansonsten, diese Woche war auch in anderen Punkten sehr turbulent. Kann man sagen, ja. Ja, also das war ein Auf und Ab der Gefühle. Wir haben ein riesiges Drama, was wir hier besprechen müssen. Mhm, ja. Und dieses Drama ist noch nicht vorbei. trotz Versprechungen, die gemacht wurden und. Das hat wohl doch alles auf offizieller Seite nicht ganz so geklappt. Deswegen wir da noch auf Antworten warten und gucken müssen, wie es weitergeht. Das dröseln wir dann gleich im News-Rückblick auf. Vorher aber, der Stream-Rückblick. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich das einleiten soll, denn wir haben Sonic Forces gespielt und durchgespielt. Durchgespielt, außer die Shadow-Episode. Genau, ja, die fehlt uns noch. Und es ist jetzt nicht irgendwie groß, was an Bugs passiert oder sowas, aber es ist halt Sonic Forces. Ja, es ist halt. Zu Sonic Forces habe ich nicht das beste Verhältnis inzwischen. Es ist sehr anstrengender Mittelmaß, nennen wir es so. Wir haben uns natürlich einen wunderschönen Avatar gebaut, vollkommen in Pink, ein kleines Bärchen. Ja, ganz ehrlich, der Avatar, 10 von 10, bin ich sehr begeistert gewesen. Und ja, dann haben wir das Spiel durchgespielt und der Final Boss war so ziemlich das Schwierigste am ganzen Spiel, weil da kommt ja am Ende so ein Quicktime-Event. Ja, genau. Und das zu schaffen, uiuiui, das war schwierig. Genau. Also da haben wir, ich glaube, allein an diesem Quicktime-Event haben wir uns 10 Minuten lang die Zähne ausgebissen, weil es so schwer war. Es war so heftig, ja. Einfach wiederholt diesen Knopf zu drücken, das geht nicht. Wir haben das natürlich mit Absicht gefailt, denn David hat mich darauf hingewiesen, hey, das kann man auch failen. Mach das doch mal, das ist sehr witzig, was da passiert. Und ja, irgendwie war es schon sehr witzig, denn die Musik bricht halt einfach jedes Mal ab. Oder nicht jedes Mal, sondern es ist sehr unregelmäßig, wie die abbricht und wie dann irgendwie der letzte Part mit dem Quicktime-Event wieder startet und dann wieder das andere Musikstück und das ist, aber so meistens, wenn du es gefailt hast, brach die Musik ab und dann ging es wieder los mit diesem mit diesem Chor im Hintergrund. Und das Witzige an der Sache ist auch, Eggmans Roboter ist die ganze Zeit über in einem benommenen Zustand, weil wenn man wieder genug aufgeheult hat, kann man das Quicktime-Event nochmal starten. Also wir haben ja, sieht einfach sehr goofy aus. Also wir haben ja, wie wir halt sind, unsympathisch, abgehoben, unehrlich, haben wir natürlich auch im Stream etabliert, Eggman ist einfach tot.
Ja, genau, natürlich. Eggman ist inzwischen verstorben da drin. Und nun ja, so ist es jetzt halt. Also wir saßen da wirklich 10 Minuten, der Roboter einfach so benommen, wurde nicht gesteuert, weil, wie gesagt, naja, Eggman war halt tot. Mhm. So wie Tails jetzt halt auch in Sonic Forces gestorben ist. Genau, ja. Das war ja damals, wir haben schon häufiger drüber gesprochen, aber das war ja das Meme vom Sonic the Hedgehog Twitter zu Sonic Forces. Ja, Tails dies. Ja, yep, genau. Und das haben wir natürlich typisch unsympathisch und fake, wie wir sind, einfach geklaut und sagen jetzt für jedes Spiel, ja, Tails stirbt. Mhm. Aber so kennt man uns. So seit 202, jetzt 202 Folgen schon. Genau, ihr wisst, was ihr inzwischen mit uns bekommt. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das lassen wir nochmal zur Diskussion. Ganz genau, ja, das müsst ihr selbst entscheiden. Ah ja, wir wollten eigentlich Sonic Mania den Zugabemodus noch fertig machen, was die Woche davor ja nicht ganz geklappt hat. Dann haben wir aber durch mehrere Sachen im Sonic Forces Stream doch etwas länger gebraucht, weil dann kam auch zwischendurch noch ein paar Updates rein, ein paar wichtige News-Updates, wo wir kurz drüber gesprochen haben. Mhm. Da kommen wir ja gleich zu, noch. Genau. Und deswegen haben wir dann, ich glaube, 2,5 Stunden für das Spiel gebraucht. So ungefähr, ja. Was mich überrascht hat. Wir haben die Oberwelt-Cutscenes auch so ein bisschen übersprungen. Also die regulären Cutscenes haben wir spielen lassen, aber die Oberwelt-Cutscenes haben wir halt, damit es ein bisschen schneller geht, übersprungen, weil, ganz ehrlich, ganz so viel haben wir da, glaube ich, nicht verpasst. Ja, aber nichts davon ist witzig, David. Deswegen nennt man es Krieg. That's why it's called war. Yep. Oh Gott. Wer dieses Skript geschrieben hat, ne, der sollte bitte niemals wieder ein Sonic-Spiel anfassen. Ja, keine gute Idee. Und Operation Big Wave. Alter, ja. Das ist ja so in der zweiten Spielhälfte passiert es dann, dass man halt die Capital City, ich glaube, das Level heißt Capital City, stürmen will. Und damit dem Eggman Empire einen großen Schlag versetzen will. Das ist dann Operation Big Wave oder Operation Große Welle, hieß es, glaube ich, im Deutschen sogar direkt. Genau, ja. Und dann ist man ja in diesem Level, die meisten von euch werden es kennen, weil die meisten von euch werden, denke ich mal, Sonic Forces gespielt haben, dadurch, dass es ja eines der Sonic-Spiele war, die sehr früh sehr weit verfügbar waren auf vielen, vielen Plattformen. Mhm. Und unter anderem auch sehr billig hin und wieder. Ja, also ich meine, das Letzte, was da vorauskam, war halt Sonic Lost World und das ist auf der Wii U und dann später auf dem PC versauert. Mhm. Das heißt, Sonic Forces war ja dann schon wieder ein Schritt, wo sie gesagt haben, ja, wir machen das jetzt wieder offen. So, ihr könnt es alle spielen, wer auch immer will, außer Mobile-Spieler, aber naja. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Sonic Forces einfach von vielen gespielt wurde und deswegen kennen viele wahrscheinlich auch diese Operation Big Wave. Und dann rennt man dann eine Minute durch dieses Level. Infinite taucht einmal auf, sagt hier Phantom Ruby Magie und ja, es steht plötzlich einfach Kopf und fertig. Und dann kommt Knuckles rein. Ja, 80% unserer Leute sind gestorben. Und du sitzt halt da so, bitte was? Nachdem Knuckles im Vorfeld noch gesagt hat, hat sich Operation Big Wave innerhalb von 5 Minuten oder so ausgedacht. Also, Knuckles ist mein Lieblingscharakter, ja. Aber ich zweifle nach Sonic Forces schon an seinen Fähigkeiten als Anführer. Ja, yeah, eindeutig. Also ich glaube, jemand anders hätte den Widerstand anführen sollen. Ja, deswegen war ja die Restoration im Nachgang dann auch von Amy geleitet. Genau, in den IDW Comics dann, ja. War wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Ja, eindeutig. Da ist auch etabliert worden, dass Amy die Organisation irgendwie, also auch den Widerstand, so im Hintergrund geleitet hat und sie haben Knuckles im Grunde nur den Anführer spielen lassen. Das war auch irgendwie ein nettes Detail. Ja, und dann, nachdem 80% der Weltpopulation scheinbar ausgelöscht wurden innerhalb von einer Minute, ist dann am Ende einfach so, ja, da sind halt die ganzen Phantom Ruby Dinger, die Phantom Ruby David, mir fehlt das Wort. Ja? Die ganzen alten Gegner, die halt durch den Phantom Ruby zurückkamen als die ganzen Illusionen, ja. Illusionen, genau, danke. Okay. Und so während wir mit Metal Sonic dann doch, ja nicht gestruggelt haben, aber verhältnismäßig so die Zeit, ist halt ein längerer Bosskampf und alles und auch gegen Infinite und wenig sonst noch alles, rennen da einfach alle hin, hauen einmal drauf und die Illusionen weg. Wow, das wäre echt schön gewesen, wenn wir es im Spiel auch so leicht gehabt hätten. Das Ende von Sonic Forces ist halt absolut antiklimatisch. Und dann besiegst du Infinite. Ja. Und er ist halt einfach in Gedanken wahrscheinlich, weil er sagt es nicht, I am not weak und verschwindet für immer. Ja, genau. Und terrorisiert jetzt Sonic Forces Mobile. Weil, warum nicht? Genau, ja. Er ist in dieses Spiel verbannt worden, für immer. Ja, und das war unser Stream. Wir werden gucken, diese Woche ist ja dann Sonic Frontiers auf dem Plan, weil das neue Update kommt diese Woche. Um nicht zu sagen, am 28. ist es soweit, am Donnerstag. Und am Donnerstag ist es auch soweit, dass wir wieder streamen um 20 Uhr.
twitch.tv/rookie185. Kommt gerne vorbei, weil wir werden beide blind in dieses Update reingehen und uns den neuen Content anschauen. Genau, ja. Wir haben natürlich auch noch keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Also es kann sein, dass wir nächste Woche noch dran sitzen. Je nachdem. Je nachdem. Also wir haben ja keine Ahnung, wie groß der Umfang letztendlich sein wird. Es kann ja sein, dass jede Story dann irgendwie 10 Minuten oder so ist oder 20 Minuten. Und dann sind wir ja da auch recht schnell mit durch. Aber es kann auch sein, dass es halt 4 Stunden neuer Content ist. Ja, genau. Es ist aktuell ein bisschen schwer abzuschätzen, wie groß dieses Update tatsächlich dann ist. Ja, wie viel da an neues Zeug hinzukommt. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, das ist mir ziemlich egal, wie groß das ist, weil ich immer noch sehr, sehr wertschätze, was Sega auch nach dem Release mit diesem Spiel gemacht hat. Oh ja, auf jeden Fall. Also riesige Props, was das angeht. Wie gesagt, wir haben ja auch noch in Planung, dann ein quasi Definitive Review von Sonic Frontiers auf die Seite zu bringen. Worüber wir dann, denke ich mal, auch im Podcast nochmal sprechen werden. So, ja, Sonic Frontiers ein Jahr später oder sowas. Ganz ehrlich, würde sich anbieten, ja. Denn wir haben ja bisher nur unsere, ich glaube, 7,5 Sterne-Wertung ist es dann gewesen. Oder 7,5 Punkte von 10. Das Review vom letzten Jahr, die Basisversion, die wir vor dem Release reviewen durften, was sehr cool war. Ja. Aber ich finde die 7,5 nicht mehr im Ansatz gerechtfertigt heutzutage. Also die Wertung muss in meinen Augen höher sein, weil sehr, sehr viel Kritik, die kam, wurde sich zu Herzen genommen. Und deswegen würde ich da einfach gerne nochmal draufschauen und das Ganze nochmal auseinandernehmen. Ja. Aber halt diesmal noch ein bisschen positiver. Wir haben ja letztes Jahr schon sehr positiv über das Spiel gesprochen, beziehungsweise geschrieben. Aber es hatte halt so seine Macken und vieles davon ist ausgebügelt. Deswegen, das ist halt etwas, was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch machen möchte. Einmal Definitive Review of Sonic Frontiers und dass wir das dann auch vernünftig da haben. Genau, ja, das ist auf jeden Fall sehr relevant, gemessen daran, wie viel mit diesen Updates dazugekommen ist und wie viel verbessert worden ist. Es ist jetzt doch ein relativ unterschiedliches Spiel im Vergleich zur Release-Version, also wirklich. Ja. Also, was da auch am Gameplay noch angepasst wurde, was du selbst anpassen kannst. Ja, die haben dir da im Prinzip jetzt wirklich eine Sonic-Sandbox gegeben. Ja, noch mehr als das Originalspiel ohnehin schon war. Ja, das ist halt einfach sehr cool. Und da werden wir halt, wie gesagt, dann einfach nochmal genauer drüber sprechen. Und jetzt kommen wir dann aber, denke ich mal, zum News-Rückblick, oder? Ja. Weil der ist doch etwas groß. Oh ja, es ist einiges passiert tatsächlich. Nicht ganz so viel zu Sonic Frontiers in dem Sinn, obwohl jetzt irgendwie diese Woche dann das Update da ist, aber vielleicht kommt es doch ein bisschen. Ja, wie starte ich das jetzt? Ich wollte das eigentlich, hatte ich überlegt, ob ich das vor den News-Rückblick packe und damit in den News-Rückblick überleite, weil da kommt jetzt viel eigene Meinung dazu, viel, was ich so am Rande mitbekommen habe und so weiter und so fort. Denn ihr werdet es alle mitbekommen haben. Wir haben letzte Woche im Podcast noch geschrieben, so, weil wir haben ja live im Podcast nachgeguckt. So, ja, hier sind noch super viele Tickets da, kauft euch die Tickets, kommt zu Sonic Symphony, voll geil in Düsseldorf. Ihr könnt uns treffen, ihr könnt andere Sonic-Fans treffen, euch vernetzen. Ihr könnt ein sehr cooles Konzert genießen. Das erste hat super positive Reviews bekommen. Ja, darüber haben wir auch geredet. Ja, über das Konzert. Eigentlich super happy alles gewesen. Ja. Und dann einen Tag später am Montag, und wie vorhin gesagt, so der Montag war für mich schon generell ein ziemlich beschissener Tag, liege ich dann abends so im Bett, kurz vorm Schlafen, scroll so ein bisschen auf X irgendwie durch, weil ich komme von dieser Plattform einfach immer noch nicht weg, weil andere Plattformen immer noch nicht mir das bieten können, was X tut, und ich hasse es. Ich will diese Plattform nicht mehr nutzen. Ja, same. Wo Elon Musk ja auch wieder neue Sachen, ach, lassen wir das? Ja, ja, da könnten wir jede Woche drüber meckern, glaube ich. Aber ja, dann kommt da halt diese News rein. Ich glaube, Sonic Windblow hat es als erster von den deutschen Sonic-Fans bemerkt, dass auf Eventim plötzlich stand, zur Sonic Symphony abgesagt. Genau, so. Ja, und das irgendwie auch die, auf den Websites, eben auf den Websites von der Sonic Symphony und von MGP Live, die ja jetzt im Grunde die Austrager sind, die Veranstalter, dass da auch die Einträge für Düsseldorf und Paris einfach verschwunden sind in dem Sinn. Ja, also die haben, das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen, nicht nur stand auf Eventim abgesagt, sondern drauf gestoßen ist er, glaube ich, als er eben sich nochmal irgendwie einen Trailer oder sowas angucken wollte und dann gemerkt hat, Moment, wieso ist denn auf dem Thumbnail von dem Video, wieso steht da nichts mehr von Düsseldorf? Und ja, dann halt auf der offiziellen Website geguckt, Düsseldorf taucht nicht mehr auf, Paris ein Jahr verschoben. So, tolle World Tour, wenn man die Europatermine einfach verschiebt oder streicht, muss ich dazu sagen. Das ist doch nebenbei, ja.
Und ja, dann saßen wir halt erstmal da so, hä, was passiert denn jetzt hier? Und dann hat Fasti, der hier auch häufiger schon mal im Podcast zu Gast war, auf der Website des Veranstalters geschaut. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie hießen die? Ich glaube, das war Konzertteam NRW. Ja, irgendwie was in der Richtung kommt hin. Ich hab's gleich. Genau, Konzertteam NRW. NRW, stimmt. Und da stand dann halt, ja, auch abgesagt mit einem, nennen wir es Grund. Ja. Also, da steht halt, aufgrund logistischer Probleme muss die Sonic Symphony Show in Düsseldorf am 17. November leider abgesagt werden. Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Wir hoffen, sie auf einem der vielen anderen Sonic Symphony Konzerte begrüßen zu können. Und ich bin so, viele andere Konzerte, my ass. Ich flieg doch jetzt nicht nach Amerika dafür. Was ist denn mit euch? Weil das Ding ist, der einzige halbwegs gute Ausweichtermin für uns wäre eben in Paris gewesen. Ist jetzt auch ein weiter Weg, aber jetzt nicht so extrem. Es ist immer noch in Europa. Aber nope, der ist ja auch weit weg nach vorne verschoben worden auf 2024. Also. Ja, und ich bin jetzt gerade mal bei den Tourdates auf der Website. London zweimal Los Angeles, zweimal Sao Paulo in Brasilien, Boston in den USA, Chicago in den USA, San Antonio, denke ich auch in den USA, Atlanta, USA, Seattle, USA, San Francisco, USA, Washington, D.C., Kansas City. Dann geht's nach Japan, nach Tokio, dann wieder zurück nach Toronto. Und da sind wir jetzt schon im Februar übrigens, nächstes Jahr. Yep. Dann nach Montreal, nach Portland, auch wieder alles, alles USA, Milwaukee zweimal Milwaukee insgesamt. Und dann hat Paris am 2. Juni jetzt verschoben. Das sollte ja dieses Jahr ursprünglich sein. Und du sitzt halt da, ja, Sonic Symphony World Tour. Sie sind in UK, sie sind in den USA. Also, sie sind auf dem amerikanischen Kontinent, fassen wir das einfach mal zusammen. Genau, ja. Und in Japan. Und dann kommen sie irgendwann nochmal nach Paris. Genau, ja. Also. So, ganz ehrlich, tolle World Tour. Kann man sich, to be honest, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das könnte sich dann sonst wohin schieben, das World Tour zu nennen, ganz ehrlich. Das ist halt eine USA-Tour mit drei anderen Terminen. Ja, zumindest aktuell, ja. Und mein erster Kommentar so zu dieser ganzen Geschichte war halt, das zeigt einfach mal wieder, wie wenig es ist, die Zeit und das Geld zu investieren, hier in Deutschland ein Sonic-Fan zu sein. Also das macht mich wirklich sauer. Mhm. So, da kommt halt schon mal was und dann wird es halt kurz vor knapp, ohne jegliche Nachricht. Genau, zu dem Zeitpunkt wussten wir gar nichts. Abgesagt. Das ist auch der Part, der mich an der Sache am meisten frustriert hat und nach wie vor am meisten frustriert. Weil okay, hin und wieder wird mal was abgesagt aus Gründen, weiß der Geier was. Und kann passieren. Wie gesagt, ist extrem scheiße, aber kann passieren. Aber dass wir einfach von offizieller Seite weder am Montag irgendwelche Kommunikation gehabt haben, noch bis zum heutigen Datum eine Kommunikation haben. Wir hatten ja schon ein bisschen was. Dazu komme ich ja gleich noch. Genau, das werden wir natürlich auch noch drüber reden. Aber es ist halt auch nur von wegen, keine Ahnung, wir werden jetzt irgendwie schon seit einer guten Woche hingehalten, was ein großes Statement über die ganze Angelegenheit angeht. Und dass einfach keiner von den Verantwortlichen mal hergegangen ist und einfach mal Klartext gesagt hat, was los ist, sondern dass wir die Absage irgendwie so Puzzleteilchen verbinden haben müssen, bis dann irgendwann klar war, ja, es ist abgesagt. Das ist einfach ziemlich grauenhafte Kommunikation und das finde ich an der Sache am enttäuschendsten. Neben der Absage selbst natürlich, weil einfach, warum wird nicht irgendwie Klartext gesagt, was los ist? Warum kriegen wir jetzt keine Informationen, wie es jetzt mit den Tickets ausschaut? Warum müssen wir da jetzt rumsitzen und im Grunde darauf warten, dass irgendwer endlich mal irgendwas dazu sagen kann? Und das ist sehr nervig einfach. Das ist sehr unangenehm. Ja, und das Schlimme ist, dass auf der offiziellen Website vom Veranstalter, also von Konzertteam NRW, steht ja auch, die Veranstaltung wurde ersatzlos abgesagt. Und das ist das, was halt richtig, richtig tief gesessen hat. Ja, sie irgendwie, keine Ahnung, das verschieben müssen oder sonst was aus irgendwelchen Gründen. Okay, aber da steht ersatzlos. Das heißt, es gibt einfach keinen Ersatz, während Paris einfach ein Jahr nach hinten verschoben wurde. Einfach in Anführungsstrichen. Und jetzt gibt es ja aus Europa super viele Sonic-Fans auch. Also gut, super viele. Wir haben gesehen, wie viele Tickets verkauft wurden. Aber es gibt Sonic-Fans in Deutschland und im Rest von Europa. Teilweise auch wahrscheinlich ein bisschen aus dem Rest der Welt. So, weiß ich nicht, jetzt aus den eher westlich-asiatischen Ländern beispielsweise kann es ja auch sein, dass Leute gesagt haben, hey, nach Deutschland kann man halt gut hinfliegen oder sowas, machen wir mal. Mhm. Da sind jetzt Flüge gebucht, da sind Hotels gebucht, da sind Bahnfahrkarten gebucht, teilweise ohne, dass eine Rückerstattung möglich ist. Mhm. Und dann halt diese Geschichte, dass du
dir irgendwie suchen musst, dass es abgesagt wird, dass du halt keine Info bekommst, mal, es wurde abgesagt. Ja. Ich meine, die Info ist dann gekommen, aber halt erst eine Weile später, dann per E-Mail halt von Eventim selbst. Aber das war halt auch erst eine gute Weile im Nachhinein. Wie gesagt, ich hab noch ein bisschen Text vor mir. Ich muss da noch ein bisschen was aufdröseln, weil die Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Ja. Und das wird auch nur bedingt besser. Ja. Weil dann kam ja am Dienstag, da war ich dann gerade wieder aus der Heimat zurück hierher, saß ich im Zug, kam dann von Eventim eine erste E-Mail. Und, oh Gott, wo habe ich denn die? Ich wollte sie jetzt nochmal vorlesen, weil die hat mich nochmal sauer gemacht. Ja, ich habe sie im Artikel drin, wenn es hilft. Ich habe sie gerade hier. Veranstaltungsabsage Sonic Symphony in Düsseldorf. Zu deiner Ordernummer haben wir wichtige Neuigkeiten. Der Veranstalter hat uns mitgeteilt, dass das Event leider abgesagt wurde. Sobald sich der Veranstalter für die Art der Ticketrückabwicklung entschieden hat, werden wir dich entsprechend informieren. Bitte schicke bis dahin die Tickets nicht an uns zurück. Wo ich mir so denke, Leute, ihr habt die Tickets verkauft. Es ist offiziell abgesagt. Ihr seid jetzt in der Verantwortung, das zurückzunehmen. Die Leute müssen ihr Geld zurückkriegen. Ja. Und die Mail war dann irgendwie so, what the fuck ist denn falsch mit euch? So, da gibt es keine Diskussion. Ihr müsst das Ticket zurückgeben. Das kostet 100 Euro, dieses Ticket. Ja, dann kam aber tatsächlich am Mittwoch, sprich einen Tag danach, kam dann die nächste Mail, dass die Tickets und die Kontaktdaten benötigt werden, weil Eventim jetzt mit der Rückabwicklung beauftragt wurde. Das ist der nächste Aufreger. Das ist ein Stück Papier von einer Veranstaltung, die abgesagt wurde. Warum muss ich das zurückschicken? Ja, das sind halt super viele, die Batch-Bestellungen gemacht haben. Ich habe Mirai und Lizzie aus unserer Community auf der Gamescom ihre Tickets gegeben. Die müssen die jetzt zu mir schicken, damit ich die zurückschicken kann, damit wir unser scheiß Geld wiederkriegen. Das ist halt jetzt natürlich nochmal sehr viel aufwendiger, vor allem für Leute, die mehrere Tickets gekauft haben und die einfach schon an ihre Begleiter verteilt haben, weil damit jeder einfach sein Ticket hat und nicht irgendwas dazwischen kommen kann, dass die ganzen Tickets jetzt irgendwo rumliegen. Weil so macht man das ja auch normalerweise. Ja, eben. Und eigentlich hätte ich die ganzen 5 Tickets, die ich hier habe, hätte ich eigentlich schon verteilt. Aber nö. Ist halt einfach so, ja, ich habe halt 2 Stück verteilt, gut, aber die müssen sie jetzt einzeln zurückschieben, was nochmal ordentlich Kosten sind, weil das muss man ja auch versichert machen. Das sind ja sonst 97 Euro, die halt einfach weg sind. Ja. Und das verstehe ich nicht. Das ist ein Stück Papier, mit dem man nichts mehr anfangen kann, nie wieder. Warum soll ich das zurückschicken? Ja. Sie sollen mir sagen, ja, gib die Ticketnummer ein und fertig. Ja, gut, ein bisschen unsicher ist es dann halt schon, weil man Ticketnummern eventuell sogar raten kann, wenn man ganz viel Muße hat. Aber ich finde das doof. Ja, es müsste irgendwie elegantere Möglichkeiten geben, dass man da irgendwie zu seinem Geld zurückkommt, ohne dass man jetzt die Stück Papiere im Grunde zurückschicken muss. Das müsste heute so möglich sein. Die können das ja einfach bei der Rückerstattung mit meiner E-Mail abgleichen, weil ich habe die Tickets ja gekauft, ich bin da registriert. Yep. Und jetzt darf ich die wieder umständlich da zurückschicken. So, das ist jetzt erstmal die offizielle Seite von Veranstalter und von Tickethändler. Yep. Und wir halt alle eigentlich ziemlich sauer, weil, also sauer und enttäuscht, weil David und ich waren so, ja, dann treffen wir uns halt nicht nach 30 Jahren das erste Mal. Ja, yep. Keine Ahnung. Wo wir uns schon Jubeljahre kennen und dann ist da mal diese Chance und ja, diese Chance, tja, ist yep. doch nicht, tschüss. Ist uns einfach der Boden unter den Füßen davongezogen worden, ja. Yep. Und auch allgemein, wir hätten auch so viele Fans einfach gerne getroffen und alles Mögliche. Es haben ja schon viele Fans eben angemerkt, dass sie uns gerne sehen würden bei der Symphonie, dass wir auch Autogramme unterschreiben und alles Mögliche. Ja, das ist immer noch seltsam, aber ja. Merkwürdig. Aber auch das ist dann jetzt komplett hinfällig und das ist einfach schade. Das wäre neben einem wirklich coolen, tollen Konzertevent auch ein echt cooles Community-Treffen geworden. Und das ist einfach jetzt komplett hinfällig. 2 Monate vor der Ausstrahlung im Grunde. Ja, und wir sitzen jetzt halt da und wissen, Stand jetzt, also Mittwoch kam halt dann offiziell so, ja, gib die Tickets zurück. Und Stand jetzt wissen wir halt immer noch nichts, außer Shota Nakama, der Producer der Sonic Symphony, hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet, weil natürlich er auch entsprechend angeschrieben wurde von Menschen so, ey, was soll das? Können wir da bitte mal irgendeine Info bekommen, was hier jetzt Phase ist, so das geht halt so nicht. Sonic Winklow hat auch sowas wie einen offenen Brief halt geschrieben, sowohl an Sega als auch an die Veranstalter, dass das halt keine Art ist, wie man mit Fans, zu denen man sonst ja doch ein sehr enges Verhältnis auch pflegt, wie man mit den Leuten
einfach umgeht, dass hier ohne irgendwelche Infos das abgesagt wird. Mhm. Und da kam dann die Meldung, und jetzt muss ich das gerade mal anklicken, weil ich es nicht finde, dass ein Update gegeben werden sollte. Stand 20. September ist dieser Tweet. Also das war am Mittwoch. Mhm. So, das ist hoffentlich morgen, Zitat, ein Update zu der Situation geben soll. Er hat zu dem Zeitpunkt gesagt, dass er schon die Hälfte vom Update-Post geschrieben hat, aber es braucht halt ein bisschen Zeit, gerade weil man da halt sehr aufpassen muss, wie man das formuliert, damit es nicht falsch interpretiert werden kann, was ja verständlich ist. Ist verständlich, aber auch da. Und dann aber der zweite Satz. We are looking for a different venue in Düsseldorf, so it's not cancellation. Also sie suchen nach einem anderen Veranstaltungsort in Düsseldorf und es handelt sich hier nicht um eine vollständige Absage, was halt völlig konträr dem geht, was wir vom Veranstalter erfahren haben. Mhm. Und das ist jetzt so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der aber irgendwie auch ein bisschen im Keim erstickt ist, weil, naja, es kam bis jetzt, stand Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir haben jetzt den Sonntag, 24.09., 17 Uhr, gibt es nichts, gar nichts. Genau, ja. Und das Ding ist halt auch, selbst wenn jetzt ein neuer Standort gefunden wird, selbst wenn jetzt Düsseldorf doch eine Sonic Symphony World Tour Vorstellung erhalten wird, es ist, die alte Vorstellung ist ja jetzt in einem Sinn trotzdem abgesagt und dann für die neue Vorstellung muss man dann halt wieder, gibt vielleicht auch einen anderen Veranstalter, der das dann im Grunde in der Region macht und da muss man dann wieder neue Karten kaufen, alles neu buchen und das geht dann halt alles wieder von vorne los im Grunde. Ja. Also auch wenn es jetzt verschoben ist in dem Sinn, heißt es trotzdem, man muss im Grunde alles nochmal von vorne machen, nochmal Tickets kaufen und alles Mögliche. Also er hat halt dann am 21. September, am Donnerstagnachmittag, hat er noch geschrieben, ja, ein neues kleines Update. Ich habe das versprochene Update fertig geschrieben über die Situation in Paris und Düsseldorf. Also Paris ist ja natürlich auch, da gab es ja auch keine Infos, sondern es hieß halt einfach, ja, verschoben. Genau, ja. Das ist ja ähnlich wie bei uns. Ich glaube, bei Paris ist es noch enger gewesen mit dem Datum, weil ich glaube, die waren in ein paar Wochen schon dran, nicht nur in 2 Monaten. Ich glaube, Paris war irgendwie Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber bei Paris war es noch mal kurzfristiger mit der Absage. Und er schreibt halt, ja, das muss halt noch überprüft werden, bevor es gepostet werden kann. Ist eine Sache, die verstehe ich auch, weil natürlich müssen da, das ist ja dann eine wirklich offizielle Aussage und die muss überprüft werden. Yep. Und er schreibt halt, ja, es kommt sehr, sehr bald, entschuldigt bitte die Verspätung. Eine Sache, die ich absolut sicherstellen möchte, wir suchen aktiv nach einer neuen Location in Düsseldorf. Es ist keine Absage, es ist ein Verschieben zu einem späteren Zeitpunkt. A Postponement, schreibt er. Und er schreibt noch, dass Deutschland einer seiner Lieblingsplätze ist, um da hinzufliegen oder hinzufahren. Er war da wohl diesen Frühling und er möchte einfach eine großartige Zeit mit den Leuten dort teilen. Und ja, das verstehe ich, aber es ist halt, bei dieser ganzen Geschichte ist so dieser Beigeschmack, wir haben letzte Woche erst im Podcast drüber gesprochen, da war noch mehr als die Hälfte der Tickets verfügbar. Mhm. Und das lässt schon sehr stark den Eindruck offen, dass einfach nicht genug Tickets verkauft wurden und deswegen diese Show eben verschoben werden muss. Das ist keine offizielle Aussage, die wir haben, das ist nur eine Vermutung. Aber eine Vermutung, die halt schon sehr nahe liegt, weil eben die Tickets sind schon sehr lange verfügbar. Und dann ist noch die halbe Halle frei. Ich denke, es wird nach einer kleineren Location einfach gesucht, weil, naja, nicht genug Tickets verkauft. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt Leute, die sich sehr aktiv mit Sonic News auseinandersetzen und auch viel recherchieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass da auch einige Eltern mit ihren Kindern gewesen sein wären. Ist das ein Satz? Ich hoffe, es ist ein Satz. Gewesen sein könnten, vielleicht, ja. Hätten sollen tun. Ja. Die halt nicht da so hinterher sind, die dann jetzt die Event im Nachricht haben, ja, wurde abgesagt, schickt die Tickets zurück, fertig. Und dann die Kinder da sitzen und halt einfach super traurig, super enttäuscht sind. So, wir bekommen jetzt dieses ganze Drama um die Sonic Symphony, bekommen wir live mit. Genau, ja. Diesen Vorteil. Sehr versteckt in Twitter-Posts, die man sich extra raussuchen muss, aber ja. Ja, und diesen Vorteil haben aber, glaube ich, die wenigsten, die dorthin fahren wollen, also ich schätze mal so maximal die Hälfte, wird da halbwegs aktiv am Ball sein und das mitverfolgen. Genau, ja. Und für die anderen ist es halt einfach nur eine beschissene Nachricht, die auch wahrscheinlich das mit der Verschiebung und sowas noch gar nicht mitbekommen haben.
Und das, ich finde einfach, da muss ich Sonic Windblow auch absolut zustimmen mit dem, was er geschrieben hat. Den Umgang mit den Fans hier finde ich absolut furchtbar, gerade weil Shota Nakama auch dann geschrieben hat, am 22. September, das heißt am Freitag, ein kleines Update. Nee, warte, das war das Falsche. Ich muss den Tweet gerade kurz rausholen. Ah, da. Auch am 22. Abends, 19 Uhr etwa. Okay, ich werde heute noch etwas, eine Nachricht rausbringen. Wahrscheinlich nicht dann die offizielle, sondern erstmal nur ein Update dazu. Weil er selbst der Meinung ist, ja, die Leute sollten nicht so lange zu warten haben auf ein Update, um zu wissen, was ist denn jetzt hier überhaupt Phase? Und ich mache ihm da keinen Vorwurf, eher in allen Ehren, aber die Ebene höher, der scheint das halt auch vollkommen egal zu sein, wie hier mit den Fans halt umgesprungen wird, mit den Leuten, die Hunderte an Euros schon für Fahrt und alles und die Tickets gebucht haben. Und es ist einfach Kacke. Das gehört sich meiner Meinung nach nicht. Die Situation ist einfach sehr frustrierend. Ja. Also wenn sie es absagen, dann hat mit der Absage direkt ein Post zu kommen oder auch Verschiebung, hat das direkt, das hat zusammen zu gehören. So, hey, wir mussten das verschieben, weil es gab die und die Probleme, wir kriegen das nicht hin, das ganze Equipment innerhalb von einem Tag nach Los Angeles zu schippern oder sowas. Keine Ahnung, kann ja sein. Keine Ahnung, wir wissen es, wie gesagt, nicht, warum es abgesagt worden ist. Das ist nach wie vor absolut unklar. Und das wissen wir jetzt seit fast einer Woche nicht. Also wenn ihr diesen Podcast hört, wissen wir das seit einer Woche nicht. Genau, Aber das kann halt meiner Meinung nach einfach nicht sein, weil wir ein Schweinegeld in dieses mittlerweile abgesagte Konzert investiert haben, die Tickets zurückgeben sollen, was ewig umständlich ist. Und da bin ich kein Einzelfall, das weiß ich ganz genau. Also gerade bei uns auch in der Community sind es ja doch auch ein paar, die jetzt halt super umplanen müssen. Und jetzt gucken müssen, ja, wie kriegen wir die Tickets wieder ran? Ich kenne jemanden, der hat gesagt, ja, ich habe das Freunden da und da im Ausland geschenkt, die dann herkommen wollten. Die müssten das jetzt einfach wieder international zurückschicken. Habt ihr eine Ahnung, wie teuer das ist? Ja, das ist nicht ohne. Und das finde ich einfach nicht fair. Ja. Und ich glaube, da sind wir als Fans auch ganz zu Recht echt nicht happy mit und auch teilweise wirklich sehr, sehr sauer. Also gerade auf unserem Discord-Server gibt es halt auch Leute, die da extrem erbost reagiert haben, was ich absolut nachvollziehen kann, was mir genauso geht. Ja, und wie gesagt, die Versuche von Herrn Shota Nakama da irgendwie klar zu bringen in allen Ehren, aber dass wir jetzt wiederholt irgendwie hingehalten werden, von wegen, jetzt kommt das Statement ist bald fertig, heute kommt ein Statement, nö, doch nicht, morgen vielleicht, und so geht's irgendwie schon die ganze Woche jetzt, und das ist einfach sehr ermüdend und sehr frustrierend, dass man da jetzt einfach diesen Brotkrümen nachjagen muss und nach wie vor absolut nichts Konkretes hat, außer halt das Statement von wegen, hey, es ist eine Verschiebung. Ist zwar schön in dem Sinn, aber wir wissen halt absolut nicht mehr nach wie vor. Und das ist einfach, wenn es wirklich eine Verschiebung ist, wäre es echt toll, mal zu wissen, wie sie dann vorhaben, das dann weiterzuführen, wie es dann mit der Sonic Symphony in Deutschland auch tatsächlich weitergeht. Und es ist ja auch schon bestätigt worden, dass jetzt Verschiebung wahrscheinlich weit in 2024 reingehen wird. Also, ja, was anderes geht ja auch nicht, weil die sind ja relativ durchgetaktet auch. Ja. Und ja, wie gesagt, die Absage, so schlimm wie sie ist, es kann passieren, dass irgendwas einfach nicht klappt, dass irgendwas dazwischen kommt, dass da irgendwie einfach was mal ein Konzert mal abgesagt werden muss. Ist immer wieder passiert, wird auch immer wieder mal passieren. Aber einfach diese mangelnde Kommunikation, wie gesagt, dieses ständige Hinhalten auf Twitter, wo wir jetzt irgendwie nach wie vor nichts Konkretes haben und einfach die Tatsache, dass jetzt eine Woche später immer noch keine Form von Statement von offizieller Seite wirklich existiert, wo einfach mal mit den Fans ein bisschen kommuniziert wird, das finde ich einfach scheiße. Ist wie es ist. Das ist einfach sehr unangenehm und auch sehr frustrierend, weil, wie gesagt, wir haben uns alle darauf gefreut und es ist mies, dass es abgesagt worden ist und es ist ebenfalls mies, dass wir einfach nach wie vor nicht wissen, warum und wie es jetzt weitergeht. Ja. Weil, wie gesagt, das ist einfach das Nervige. Die Karten sind gekauft, die Züge sind gebucht, die Flüge, alles Mögliche, alles schon gebucht. Das muss jetzt alles rückgeabwickelt werden. Teilweise kann es nicht mal rückgeabwickelt werden und das ist einfach sehr, sehr unangenehm. Und dass wir da einfach jetzt im Grunde damit zurückgelassen werden, von wegen, ja, okay, ist jetzt unser Problem und keine Kommunikation von irgendwie von höherer Stelle, dann, ja, das ist einfach sehr schlechte Fan-Kommunikation. Das ist einfach frustrierend. Ja, und wir werden uns natürlich versuchen, irgendwie up-to-date zu halten, wenn da irgendwann mal was kommt.
Ich meine, es kann ja auch sein, dass er einfach nicht die Erlaubnis bekommen hat, da ein Update natürlich zu posten. Ich will jetzt nochmal ganz klar sagen, das ist nicht irgendwie die Schuld von Herrn Shota Nakama oder irgendwie von Einzelpersonen. Da scheint einfach das Problem wirklich an höherer Ebene zu sein und vielleicht auch daran, wie diese höheren Ebenen, die jetzt an der Sonic World Tour beteiligt waren, auch untereinander kommuniziert haben. Dass da vielleicht auch irgendwie eine Problematik drin ist, die wir jetzt von außen gar nicht wirklich erkennen oder sehen. Da will ich jetzt ihm selbst keine Vorwürfe machen, auf keinen Fall, aber wie gesagt, es ist halt trotzdem sehr nervig, dass da einfach, dass sogar er sich sehr stark damit rumquälen muss, dass wir da endlich mal eine offizielle Ankündigung haben, ein offizielles Statement in irgendeiner Form. Weil er scheint ja wirklich uns auf dem Laufenden halten zu wollen, aber aus irgendeinem Grund kann er nicht. Und das ist einfach, ja. Ja, und meanwhile streut halt ganz X Tag für Tag Salz in die Wunde. Weil da hieß es dann jetzt die letzten zwei Tage auch, oh, die Sonic Symphony in London ist jetzt eine Woche her und oh, das war so schön und ich sehe das so und denke mir so, ja, toll, danke. Cool. Die Leute können nichts dafür, ne? Ich mache dir keinen Vorwurf. Ich würde das wahrscheinlich genauso machen, weil das ja doch auch ein sehr besonderes Event ist. Aber so jedes Mal streut es halt wirklich Salz in die Wunde und ich denke mir so, please. Ja, gerade wo wir letzte Woche, wie du schon erwähnt hast, im Podcast noch so toll darüber geredet haben, von wegen, hey, die Vorstellung in London ist so gut aufgenommen worden und das ist so cool, wir freuen uns schon so stark auf Düsseldorf. Und das Schlimme ist ja, dass der Podcast rausgekommen ist, nachdem das mit der Cancellation schon klar war und wir da immer noch voll happy, kauft euch Tickets, wird voll geil, einfach weil der Podcast zwei Tage zu spät war. Ja. So, das tut mir leid an alle, die das gehört haben und dann so waren so, ihr seid auch blöde Wichser. Ja, das war einfach ein kleines Zeitproblem, sorry. Ach ja, was machen wir da nur? Ja, einfach abwarten und Tee trinken aktuell und hoffen, dass wir bald irgendwas hören. Ja, Frage ist halt, wann wir das hören, aber wird schon irgendwann, das wird schon kommen. Ja, und hoffentlich dann wirklich auch mit einem Ersatztermin im Laufe von 2024. Und damit werden wir jetzt das Thema Sonic Symphony erstmal zu Grabe tragen und abschließen, bis wir ein Update haben. Mhm. Weil es macht mich traurig, darüber zu reden und daran zu denken. Ja. Yeah. Das war das einzige Event, worauf ich mich dieses Jahr noch wirklich gefreut habe. So dieser eine Tag, 17. November oder wann es gewesen wäre. Genau. So, das war halt so, ja, das ist ein Termin, auf den freue ich mich richtig, richtig doll. Ansonsten ist dieses Jahr nichts mehr. Dieses Jahr ist halt einfach ein Scheißhaufen, tut mir leid. Und dann so Absage. Und ich denke mir so, danke. Cool, ja. Aber gut, machen wir dann erstmal weiter mit fröhlicheren News. Und einer News, die ich leider gar nicht gesehen habe bisher. Also ich habe die News gesehen, aber ich habe das, worum es geht, noch nicht gesehen. Denn es gibt neue Infos zu Sonic Superstars. Ganz genau. Und nicht nur neue Infos, sondern vor allem auch eine neue, wirklich coole Animation. Nämlich, wie es schon zuletzt mit Sonic Frontiers passiert ist und auch mit vielen Sonic-Spielen davor, haben wir auch zu Sonic Superstars jetzt einen voll animierten Short erhalten. Eine Art Prequel-Short, könnte man sagen. Oder Prolog-Short, genauer gesagt. Also es ist so ein bisschen ein Prolog zu den Ereignissen des Spiels selbst. Und dieser Short wird genannt Trio of Trouble, ist im Grunde gemacht worden in der Regie von Evan Stanley, der Co-Regie von Tyson Hess. Ian Flynn hat geschrieben und animiert worden ist es von Powerhouse Animation Studios, genau. Die unter anderem, glaube ich, auch schon den Sonic Frontiers Prolog-Short gemacht haben, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Haben die nicht auch Sonic Origins gemacht? Ich glaube, ja, kann sogar sein. Der Name ist mir auf jeden Fall bekannt. Mhm. Genau, also da die animierten Cutscenes halt, ja. Und ja, dieser animierte Short ist natürlich vollkommen gratis zum freien Ansehen auf YouTube und Co. veröffentlicht worden. Kann man sich jederzeit ein bisschen reinschauen. Und dieser Short ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es steht jetzt nicht Sonic, Tails, Knuckles und Amy im Fokus, sondern wie der Name schon so ein bisschen verrät, Trio of Trouble. Der Short konzentriert sich auf die drei Bösewichte von Sonic Superstars. Natürlich Dr. Eggman, Fang und Neuzugang Trip. Und die sind gerade in einer altertümlichen Ruine unterwegs und stoßen dabei auf mehr oder weniger einige Gefahren, einige Fallen, aber auch auf ein sehr faszinierendes Wandbild, was uns im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen eine Idee gibt, wie der Plot ausschauen könnte. Und ja, ist einfach wirklich eine charmante Animation, extrem spaßig animiert, sehr viel Humor mit dabei. Dr. Eggman in diesem Short ist wieder sehr zum Schießen. Also sehr witzige Szenen, unter anderem auch bei ihm mit dabei. Hat mir sehr gut gefallen. Und einfach sehr toller Prolog-Short. Habe ich sehr genossen und ich finde es toll, dass diese Tradition auch mit Sonic Superstars
weiterbehalten wird und dass das hoffentlich auch in den nächsten Sonic-Spielen auch der Fall ist, dass wir wieder so echt coole Gratis-Animationen bekommen. Ja, ich denke mal, das wird sich halt etablieren, weil das ist ja jetzt mittlerweile seit vielen Spielen schon so. Also ja, Sonic Forces hatte keine Prolog-Animation oder sowas, aber halt den Prequel-Comic. Genau, ja. Zumindest und das. Alle Spiele danach hatten ja auch immer was. Wir haben dann zwischendurch noch beispielsweise Chao in Space bekommen und sowas. Genau, ja. Also das ist halt... Das ist halt eine Route, die sie, glaube ich, weiterfahren werden, weil das kommt ja auch sehr, sehr gut an. Eindeutig. Es ist ja auch wirklich eine extrem hohe Qualität, die da mit drin steckt. Allein die Animationsqualität ist echt verdammt gut. Und jedes Mal, wenn ich einen dieser Shorts sehe, denke ich mir, ich hätte echt gerne eine Cartoon-Serie in diesem Stil. Ich würde das echt nehmen. Ich muss halt sagen, ich gucke den gerade nebenbei und diese Abenteuer in den Ruinen, die erinnern mich tatsächlich sehr an den Sonic-Film 2. Schon ein bisschen, ja. Irgendwie. Also gerade mit den Fallen und sowas, wenn ich jetzt das Feuer sehe, das hat mich schon sehr dahin zurückgeworfen. Genau, ja. Was mich ein bisschen stört, muss ich leider sagen, aber das ist auch tatsächlich etwas, was ich auf Twitter zuerst gelesen habe, dann drüber nachgedacht habe und so war so, ja, eigentlich ist das vollkommen korrekt. Mhm. Ich finde, mittlerweile, wo wir Classic Sonic als eigene Subreihe sozusagen etabliert haben schon, und das auch definitiv fortgesetzt wird, so wie der aktuelle Stand aussieht, sollte man sich meiner Meinung nach davon verabschieden, dass die Classic-Charaktere halt stumm sind. Mhm. Also gerade was Tails und Eggman angeht, wundert es mich, dass sie halt immer noch in jedem Material, was wir da bekommen, stumm sind. Weil sie haben in Sonic Generations schon gesprochen. Yep. Und wenn man jetzt Sonic als den stummen Protagonisten behält, okay. Aber ich finde, die anderen Charaktere sollten langsam mal auch die Möglichkeit bekommen, mit Voice Lines irgendwie sich ausdrücken zu können. Mhm. Ich finde das sehr schade, weil ich finde, da steckt viel verschwendetes Potenzial. Ja, stimmt schon. Gerade in dem Short ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen, wo es einfach Szenen gegeben hat, wo Fang irgendwie so versehentlich gegen Eggman stößt und Eggman wird dann wütend und schreit Fang an und redet mit ihm im Grunde und man hört einfach nichts. Es ist einfach komplett stumm. Das sticht ein bisschen raus und da hätte ich mir auch gewünscht, dass vielleicht einfach ein bisschen Voice-Acting mit dabei ist. Weil, klar, diese ganzen stummen Shorts haben auch so ihren gewissen Charme, aber es wäre nichts damit verloren, wenn man zwischen ein bisschen Dialoge mit einbauen könnte in solchen Sachen, gerade bei solchen Momenten, wo Charaktere wirklich miteinander reden. Und das ist ja am Ende auch eigentlich ein Stilmittel, wenn man sie stumm lässt, aber genau, ich finde, inzwischen fehlt da halt einfach was. Und das ist halt etwas, was mich bei Mario auch schon sehr lange stört. Das ist halt, wenn es jetzt an Cutscenes oder sowas geht in den Spielen, so dann gibt es halt ein, zwei Voice-Lines, die halt mal reingedroppt werden und das war's. Mhm. Mario, oh Gott, wie hieß das? Odyssey mal ausgenommen. Ich glaube, da gab es ja auch gevoicete Cutscenes viele. Ein bisschen, ja. Gerade der Gesang von Pauline beispielsweise. Genau, ja. Und ja, ich wünsche mir da einfach, dass sie auch den Mut haben, den Classic-Charakteren eine Stimme zu verpassen, weil gerade jetzt in dem Short, ich habe mir ja jetzt auch gerade durch, ich stimme dir zu, es fehlt halt einfach irgendwie gerade an der Stelle schon was. Mhm. Und Tails und Eggman kennen wir schon in der Classic-Version gevoiced, deswegen weiß ich nicht, warum man da so drauf beharrt, dass die halt keine Stimme haben. Ja. Yeah. Wie gesagt, ist eine Stilentscheidung, kann man dazu stehen, wie man möchte, aber mich würde es auf jeden Fall nicht stören, wenn die Charaktere hin und wieder mal ein bisschen miteinander reden würden. Ne? Auf jeden Fall. Also bei den Sonic Mania Shorts war das noch anders. Die habe ich sehr genossen, dass sie halt stumm waren. Aber wenn ich mir die mit Voicelines vorstelle, sehe ich eigentlich auch in vielerlei Hinsicht eigentlich nur Gewinn. Mhm. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die ganze Zeit durchlabern müssen. Das will ich ja auch nicht. Aber so ein bisschen, weil wir haben ja bei den Sonic Frontiers Short mit Knuckles haben wir gesehen, wie cool das sein kann. Wenn da einfach so im Hintergrund einer der Charaktere ein bisschen kommentiert, was passiert und was so in der Gedankenwelt des jeweiligen Charakters gerade umhergeht. Genau, ja. Das funktioniert ja. Mhm. Deswegen, ich will da jetzt gar keinen Riesenfass aufmachen. Das ist nur etwas, was ich mir halt tatsächlich so nach Überdenken dieses Tweets, den ich gesehen habe, bin ich schon der Ansicht, ja, die Person hatte recht. Wäre schon sehr cool, wenn wir das auch gevoiced hätten. Ja. Und ja. Aber ja, noch eine kleine Sache zu dem Short. Ich mag sehr gerne die Anspielung mit Eggmans roten Augen am Ende, die man kurz sieht. Weil das ist irgendwie eine nette Sonic ZDM Adventures of Sonic the Hedgehog Anspielung,
wo es sind jetzt nicht, dass seine Augen irgendwie schwarz-rot sind, wie man es aus diesen Cartoons kennt, sondern es wird einfach dieses Mannbild ein bisschen in dem Stil reflektiert, dass es aussieht, als hätte Eggman jetzt diese roten Augen. Und das ist irgendwie eine echt charmante kleine Anspielung. Da habe ich mir gedacht, wow, das war irgendwie nett, dass sie da einfach auf die alten Eggman-Designs ein bisschen angespielt haben, ohne dass sie Eggmans Design jetzt irgendwie stark verändert haben. Das war wirklich nur so ein kleines Easter Egg. Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Wie wir bereits wissen, ist auch die Musik von Sonic Superstars. Ja, wir haben dieses Jahr, diese Woche, ein neues Musikstück bekommen und es ist Speed Jungle. Und das ist ein kleiner Mix aus allen drei Acts des Spiels. Act 1 dabei komponiert von T-Lopes. Act 2 glaube ich, nee, Act 2 ist von, nee, Quatsch, das ist der Sonic-exklusive Act von Takahiro Kai. Ein Name, der mir noch nicht wirklich über den Weg gelaufen ist. Mir jetzt auch nicht spontan, nö. Und Akt 3 dann von Hidenori Shoji. Ebenfalls Name, so habe ich noch nicht gehört, bewusst. Ich muss gerade schauen, ob einer von beiden irgendwie das letzte Pinball-Stage-Film gemacht hat, Pinball-Karneval-Film. Ich glaube nicht. Aber ich glaube auch nicht, ja. Also das irgendwie wirkt, als wären sehr viele Komponisten an diesem Soundtrack beteiligt, was eigentlich echt verdammt cool ist. Ich muss aber auch sagen, Akt 1 gefällt mir tatsächlich am besten. Weil das ist so richtig schön, so upbeat, das macht Laune, da habe ich Bock, das zu spielen. Und das hat für mich auch dieses Speed-Gefühl einfach. Akt 2 hat das gar nicht. Also Akt 2 wirkt irgendwie mehr fast schon melancholisch, finde ich. Ja, will ich auch behaupten, ja. Was ich irgendwie für Speed Jungle als gar nicht mal so passend ansehe, von dem, was ich ja selbst auch gespielt habe. Aber da muss man natürlich jetzt sehen, wie dieser Sonic Act tatsächlich aufgebaut ist. Dieser Sonic ja, na klar. Weil ich glaube, den haben wir bis jetzt noch nicht im Gameplay gesehen. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, gut, wir haben da im Hintergrund, sehen wir, okay, es ist halt Gewitter, Sturm und da ist so ein Scheinwerfer. Ja, zum Fabrikgelände oder, keine Ahnung, irgendeine Eggman-Basis vielleicht. Also mal gucken, was das wird, aber so zum Namen Speed Jungle finde ich das Stück eher unpassend. Da ist Akt 3 dann schon wieder besser. Also Akt 3 gefällt mir wieder. Also ist schon wieder thematisch passender, reicht aber nicht an das Stück von T-Lopes ran, in meinen Augen. Ja, würde ich auch. Also ich würde auch sagen, das Stück von T-Lopes am Anfang ist wahrscheinlich das Beste von den dreien. Heißt nicht, dass die anderen in irgendeiner Form schlecht sind, aber T-Lopes hat einfach einen Stil, der extrem gut zu Sonic passt und da einfach die nötige Geschwindigkeit auch in den Liedern mit reinnimmt. Und er ist wirklich sehr vertraut damit, weil, wie gesagt, er hat ja auch den ganzen Mania-Soundtrack komponiert, quasi eigenhändig. Also er weiß einfach, wie Sonic klingen muss und das hört man an diesem Stück wirklich extrem stark auch wieder raus. Finde ich auch. Und mir fällt gerade auf, bei den Charakteren, die dann so durchs Bild laufen, das sind einfach nur Sprites, also beziehungsweise 3D-Modelle. Ich sehe nicht, dass die sich bewegen und das fällt besonders bei Amy auf, wenn sie da am Anfang durchläuft. Ja. Weil ihre Füße bewegen sich einfach nicht. Die schlittert da einfach einmal rum. Das sieht sehr merkwürdig aus. Vielleicht ist es einfach sehr rutschig. Könnte ja auch sein. Ich glaube nicht. Nö, eher nicht. Ja, na gut, da hätte man vielleicht so die extra Meile gehen können, aber das ist keine große Kritik. Das ist mir nur aufgefallen gerade. Ja. Und ja, das ist im Prinzip Sonic Superstars, ein neuer Soundtrack-Mix, den wir bekommen haben. 17. Oktober, merkt euch das Datum, weil dann kommt Sonic Superstars in den Handel. Ganz genau. Und dann können wir es alle spielen, auf im Prinzip jeder erdenklichen Plattform außer Mobile. Genau. Ich zähle jetzt ganz bestimmt nicht alle Konsolen auf, aber alles, was so halbwegs aktuell ist, das seit der letzten Generation. Die Aufzählung mache ich in jeden einzelnen Spinish-Artikel, also schaut einfach da rein. Aber das ist nicht alles, was wir zu Sonic Superstars bekommen haben, denn aktuell läuft in Japan, um genau zu sein in Tokio, die namensgebende Tokyo Game Show. Und wie es so üblich ist, bekommen wir da natürlich einiges an neuen Infos zu Sonic Superstars. Und die habe ich mir nicht angeschaut, deswegen hat der David die jetzt für euch. Ja, genau. Ich habe es mir zum Glück angeschaut. Zumindest eines davon. Und zwar reden wir zuerst über den Battle Mode. Nämlich im Rahmen der Tokyo Game Show hat es auch nochmal ein ziemlich starkes Update vom Battle Mode gegeben, der im Spiel mit dabei ist. Also den Multiplayer-Modus, könnte man sagen. Wobei, es gibt mehrere Formen von Multiplayer. Man hat ja auch dann in der regulären Kampagne den Koop-Modus. Allerdings nur lokal. Der Battle-Modus selbst, der kann dann auch online gespielt werden mit weiteren Mitspielern aus aller Welt. Und da haben wir jetzt im Grunde ein näheres Video bekommen von IGN, wie dieser Battle Mode eigentlich ganz genau funktioniert. Und erst einmal geht es darum, womit spielt man diesen Battle Mode eigentlich? Und das haben wir auch im Vorfeld schon so ein bisschen etabliert und ein bisschen erwähnt. Man baut sich im Grunde eigene Roboter zusammen.
Und die Parts, die man dafür bekommt, muss man sich in einem Shop kaufen. Und die Münzen für diesen Shop, die bekommt man dann auch im regulären Spiel. Also die kann man in den einzelnen Levels finden von den Zones. Und ja, damit bastelt man sich im Grunde so einen eigenen kleinen Roboter. Man konnte auch dann Parts von Metal Sonic mit dazu nehmen, Parts von Metal Knuckles und weitere Roboterkopien. Also da hat man einiges an Freiheiten. Sogar den neuen Metal Tails. Tails-Dole wird irgendwie nicht erlaubt, aber Metal Tails ist zumindest eine neue Version dabei. Und ja, also da kann man sich dann im Grunde eigene Roboter zusammenbasteln, so ein eigenes Aussehen. Und dann geht's im Grunde in den richtigen Online-Modus rein oder in den richtigen Battle-Modus, weil wie gesagt, das kann man auch lokal gegen weitere Mitspieler auf der Couch spielen, aber natürlich dann auch online. Und online finde ich cool, es gibt auch einen Ranked-Modus. Und in diesem Ranked-Modus wird man durch drei verschiedene Runden geführt und muss sich dann einfach gegen alle weiteren Mitspieler behaupten können. Und die einzelnen Runden sind da zum Beispiel Wettrennen, es gibt dann eigene Battle-Modi, es gibt Überleben-Modi, wo man im Grunde am längsten überleben muss, während man mit Kanonen befeuert wird oder allem Möglichen. Und dann gibt es auch noch so Sternsammelmissionen, wo man im Grunde die meisten Sterne sammeln muss von allen Spielern, bis die Zeit vorbei ist. Also sehr viele verschiedene Variationen. Ein bisschen nach Mario Kart Battle Mode. Schon ein bisschen, ja. Also es hat so ein bisschen einen ähnlichen Vibe, wo wirklich sehr einige Möglichkeiten bestehen, wie dieser Battle Mode jetzt ablaufen kann. Also was man tun muss, um sich dann gegen die anderen Mitspieler zu behaupten. Und ja, am Ende gibt es dann natürlich dann die Punktewertung und man sieht, ob man sich gegen andere Mitspieler behaupten hat können. Und es sieht, wie gesagt, relativ spaßig aus. Ich habe da ein bisschen reingeschaut in das IGN-Video und habe mir da einfach angeschaut, wie das dann genau funktioniert, wie das Gameplay aussieht. Und ja, freue mich so ein bisschen drauf, vor allem, weil es dann eine Möglichkeit ist, wirklich im Gegensatz zum regulären Spielmodus mit Spielern aus aller Welt ein bisschen zu spielen. Und dieser Ranked-Modus, wo man dann einfach random gegen andere Mitspieler gematcht wird, ist schon ziemlich cool, dass das auch wirklich funktioniert, dass man jetzt nicht nur diesen Modus nur mit Freunden spielen kann, sondern dass es auch einen Modus gibt, wo man einfach reingematcht wird. Mit Spielern aus aller Welt. Ist nett, wie viel Mühe da reingeflossen ist. Ja, sehen wir denn noch, wie es dann wirklich sich auch spielt? Natürlich, ja. Weil ich denke nicht, dass das der Hauptfokus des Spiels ist, dieser Battle-Modus. Nee, glaube ich auch nicht. Aber er wirkt auf jeden Fall laut aktuellem Stand wie eine sehr nette und umfangreiche Zugabe, würde ich behaupten. Aber natürlich, das sehen wir dann mit Richtung Release am 17. Oktober. Und ich hoffe mal, dieser Battle-Mode stirbt nicht ganz so schnell aus, wie es jetzt bei anderen Sonic-Spielen hin und wieder der Fall ist. Hust Sonic Team Racing. Team Sonic Racing. Team Sonic Racing, sorry. Ja. Es war Crash Team Racing. Genau, stimmt. Das war wirklich ständig. Aber ja, mal schauen. Sieht auf jeden Fall recht vielversprechend aus. Und in das IGN-Video könnt ihr dann auch in den Shownotes direkt mal reinschauen, wie dieser Battle Mode dann in Bewegung aussieht. Ja, und dann haben wir natürlich noch mehr News von der Tokyo Game Show, denn was da auch immer gemacht wird, ist natürlich Live-Gameplay irgendwie, dass das innerhalb einer Präsentation gezeigt wird. Und du hast es jetzt nicht gesehen, ich schaue gerade rein, also soll ich die News einfach übernehmen? Also ich habe zwischendurch ein bisschen reingeschaut. Ich habe jetzt nicht alles angesehen, aber ich habe so ein bisschen durchgeskippt zumindest, was da alles gezeigt worden ist. Für die ganze Präsentation habe ich jetzt leider nicht die Zeit gehabt, weil die geht eine Dreiviertelstunde lang. Ja, aber man kann ja schon mal sagen, es ist halt nicht viel Neues, was wir sehen. Allerdings sehen wir zum ersten Mal Pinball Carnival als Live-Gameplay. Das haben wir vorher nur in einem Trailer gesehen. Genau, ja. Und wir sehen Cyberstation. Zumindest ausschnittsweise. Also ich weiß gerade gar nicht, ob sie das ganze Level zeigen, weil ich skippe ja auch nur ein bisschen durch. Aber die ganzen Gimmicks, von denen ich auch in meinem Preview gesprochen habe hier im Podcast, die sind halt da sichtbar und wie sie auch funktionieren. Und das ist sehr lohnenswert, da reinzuschauen. Also im Sonic Stadium-Artikel, den wir verlinkt haben, beginnt Cyberstation bei etwa 15 Minuten 10. Ausschnittsweise, also die scheinen halt nicht das ganze Level zu spielen, sondern es gibt einfach von Bridge Island rüber zu einem Checkpoint in Cyberstation. Und ja, den Soundtrack hört man nicht. Yep, leider. Ich habe gerade mal nochmal laut gemacht, aber nee, da ist gar kein Soundtrack zu hören, leider, weil der Cyberstation-Soundtrack, der war schon recht cool, fand ich. Okay, ja, bin ich gespannt. Aber da sieht man dann auch an einigen Stellen wirklich, dass da Löcher in den Wänden sind, die man nur durch dieses Dreidimensionale überhaupt sieht, was ich glaube ich, im Preview auch angesprochen habe, dass ich das recht cool fand, weil das ist ja auch tatsächlich was in Classic-Spielen häufiger früher vorgekommen ist, dass da halt eben versteckte Räume und sowas gewesen sind. Und ja, guck da gerne mal rein. Pinball Carnival und Cyberstation sind da die neuen Stages. Man sieht auch den Koop-Modus, gerade in Cyberstation, wie das dann auch mit diesen Gimmicks, wo man sich verwandelt, funktioniert. Auch Bosse sind mit dabei in diesem ganzen Dings-Gameplay. Also wir sehen den kompletten Boss von Bridge Island, den wir eh schon aus so Gameplay-Ausschnitten kennen. Aber auch den Boss von Pinball Carnival.
Und wir sehen auch den Act-1-Boss von Bridge Island übrigens, der so nass gemacht hat. Also da sind wir, ich habe das ja im Koop gespielt, dann mit dem Kollegen von dem anderen News-Outlet, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und man sieht es auch hier im Live-Gameplay, wie dann der Sonic irgendwann stirbt, kurz vor Ende. Und das ist uns die ganze Zeit passiert an dieser Stelle. Ja, das scheint ein sehr intensiver Kampf zu sein. Oder eine intensive Fluchtsequenz, genau gesagt. Und Special-Stage-Gameplay sehen wir natürlich auch nochmal. Also im Prinzip alles, was, wovon wir schon gehört haben, was wir gesehen haben, sieht man hier einmal wirklich in Action. Das spätere Gameplay auch mit Ton. Aber das ist Sonic 4 Ton. Oh. Oder? Also der Bridge Island Boss, das hört sich an, als wäre es Sonic 4 Musik, aber ein bisschen anders. Sag mir nicht, die haben einen Sonic 4 Remix da drin. Oh nein. Ich glaube, es ist eher einfach die gleiche Stilrichtung, aber es sollte ein neues Stück sein, was ich vorausher. Aber die Stilrichtung ist schon scheiße. Aber das Ding ist schon, ja, ich glaube, das ist genau das, was viele befürchtet haben, dass dieses Boss-Theme jetzt einfach genauso im Spiel ist, wie wir es im Vorfeld schon mal ein paar Mal gehört haben, wo die Fans eher ein bisschen underwhelmed waren. Und den Battle-Modus sehen wir natürlich am Ende auch nochmal. Genau, der wird auch nochmal ein bisschen vorgestellt. Ja, und das war, glaube ich, dann die News. Sonic Superstars scheint auch in der Masse soweit gut anzukommen, wobei ich sagen muss, von meiner Wahrnehmung her nicht so gut wie Sonic Frontiers seinerzeit. Okay, ja. Also Sonic Frontiers habe ich einfach wesentlich mehr auf Twitter gelesen, wesentlich mehr Positives auf Twitter gelesen. Also das geht Hand in Hand. Ich lese jetzt nicht viel Negatives zu Superstars, sondern es war einfach mehr zu Sonic Frontiers und mehr Positives entsprechend zu Sonic Frontiers. Weil da ist ja im Prinzip ab der Gamescom ist ja die Sonic-Fanbase explodiert, was Sonic Frontiers anging. Ja. Und das Gefühl habe ich jetzt eben nicht. Das kann auch einfach daran liegen, dass wir einfach ein Classic-Sonic-Spiel vor uns haben. So, das ist jetzt halt nicht so speziell wie, wir gehen mit Sonic, mit 3D-Sonic jetzt in eine völlig neue Richtung. Mag daran liegen, aber trotzdem hat Sonic Superstars auf der Tokyo Game Show zusammen mit jetzt von den Sega-Spielen Like a Dragon 8, Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica und Metaphor Refantasio, keine Ahnung, nie gehört. Yeah. Das sind halt die Sega Atlas-Spiele mit Sonic Superstars zusammen, wurden die in den Japan Game Awards Future Division mit dem Japan Game Awards Future Division Award ausgezeichnet. So, das ist ein langer Name. Und den hat, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr auch Sonic Forces bekommen. Sonic Frontiers bekommen. Sonic Forces vielleicht auch, aber keine Ahnung. Das sehe ich erstmal grundsätzlich als positive News. Wie gesagt, das Gameplay hat mir an sich auch gefallen. Mein Problem ist halt nur, ist halt Classic Sonic, damit kann ich jetzt nicht so unfassbar viel Anfang verglichen mit Modern Sonic. Ich spiele die Classic-Spiele auch gern, aber Modern ist halt einfach mein Vibe. Das Modern Sonic hat halt richtig Riss. Damn, oh ne. Jetzt geht's wieder los. Und ja, basically, herzlichen Glückwunsch für den Award. Wir dürfen dann gespannt sein. Am 17. Oktober, wie vorhin schon gesagt, geht es los. Und dann haben wir unser neues Sonic-Spiel. Dieses Jahr ein Classic-Sonic-Spiel. Und mal gucken, ob sie jetzt wirklich wieder auf den jährlichen Release-Zyklus gehen. Ja, wäre schon nett. Was mal einen wöchentlichen Update-Zyklus hatte, jetzt aber doch irgendwie zumindest nicht mehr so offen kommuniziert wird, was da rausgehauen wird, ist der Sonic Speed Simulator. Die News habe ich jetzt, David, ich hoffe, das ist okay für dich, einfach mal hier reingeschoben, weil ich die zwischendurch mich daran erinnert hatte, so, ach, da war ja was. Ich habe mir den bei dem Trailer auch schon ein bisschen angesehen. Na, es ist ja nur Gameplay. Es ist nur Gameplay, ja. Mit Sonic 4 Musik. Sonic 4? Sonic Runners, Windy Hill. Ja, großartig. Ah ja, David, was gibt's denn beim Sonic Speed Simulator, der kostenlos über Roblox für, ja, im Prinzip PC, Mac und Mobilgeräte und Konsolen außer PlayStation verfügbar ist? Und Switch, glaube ich, ist auch nicht drauf, oder? Genau, ja, ich glaube nur Microsoft, also nur Xbox. Aber ja, also der Sonic Speed Simulator bekommt bald ein ziemlich cooles Update. Nämlich, Welt 5 scheint fertiggestellt und es handelt sich um die Hilltop-Zone. Und da steht auch, Hilltop will return as World 5. Will return heißt wahrscheinlich, dass Hilltop irgendwann schon mal mit dabei war im Spiel. Aber jetzt einfach nochmal ein Revamp wahrscheinlich erhalten hat, ein Redesign. Kann ich jetzt leider nicht 100% sagen. Also vielleicht, also ich habe das so interessiert, dass Hilltop will return seit Sonic 2 ist es ja das erste Mal, dass wir Hilltop haben.
Oh ja, yeah. Oder so. Das könnte natürlich auch sein. Ja, das ist so gemeint. Also so habe ich es interpretiert, aber ich spiele das Spiel nicht. Entsprechend kann es auch durchaus sein, dass Hilltop schon mal spielbar gewesen ist und sie es einfach nochmal revamped haben. Das eins von beiden wird es sein. Genau, ja. Yep. Aber ja, yep. Hilltop ist jetzt oder wird bald im Sonic Speed Simulator mit dabei sein. Eine vollkommen neue Oberwelt, wo man, wie gesagt, mit Sonic und Co. durch die Gegend laufen kann. Es ist, wie man es von Sonic Speed Simulator kennt, einfach so ein riesengroßer Sonic-Spielplatz, könnte man sagen, wo man einfach durch die Gegend laufen, mit Sachen interagieren kann und einfach durch die Gegend düsen kann, mehr oder weniger. Und dabei immer schneller wird, wenn man die ganzen Kristalle und alles Mögliche sammelt. Man kann quasi die Geschwindigkeit von Sonic simulieren. Ganz genau, ja, wow. Der Titel macht so viel Sinn. Und am Ende von diesem kleinen Video, das sie dazu Hilltop ihm zur Verfügung gestellt haben, gibt es auch nochmal eine kleine Überraschung, nämlich auch Blaze the Cat wird dann spielbar sein. War bis dato scheinbar auch nicht der Fall im Sonic Speed Simulator, aber zusammen mit Hilltop kommt sie dann höchstwahrscheinlich zusammen mit diesem Update ins Spiel und kann man dann auch mit Blaze durch die Gegend düsen. Mit dem sehr coolen Boost-Feuer-Effekt, was ich da so gesehen habe, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das wirklich so gemacht wird. Also jetzt Sonic Rush. Ich wollte gerade sagen, so das Spiel, wo sie ihre Origin hat. Aber ich meine jetzt eher in 3D, ja. Ja, in 3D hat sie aber auch seitdem nicht mehr geboostet. Nicht mehr wirklich, ne. Also. Also zumindest nicht, dass ich es wüsste. Sie war ja auch nie wieder spielbar. Es ist halt nur Sonic Rush und Sonic 06 und in Sonic 06 gab es keinen Boost. Genau, ja. Ich meine, sie war indirekt in Sonic and the Black Knight spielbar, aber ja. Ja. Alternative Dimensionsversion. Ich weiß nicht, ob wir Sonic and the Black Knight zählen sollten. Ja. Aber ne, sieht auch sehr cool aus, ihr Gameplay. Ist cool, dass sie einfach wirklich so einen Feuerboost-Effekt hat. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und nett, dass Blaze jetzt scheinbar auch im Sonic Speed Simulator mit dabei ist. Höchste Zeit. Aber ja. Wir können euch aber nicht sagen, welche Charaktere sonst noch alle drin sind. Nö. Also hinsichtlich des Kids, die eben wieder mal kommen, ja. Ja, und das bringt uns jetzt im Prinzip wieder zurück zu Sonic Frontiers. Mhm. Denn wie schon angekündigt, diese Woche gibt es das neue Update, Update 3, mit neuer Story und scheinbar einem veränderten Ending, hoffentlich. Mhm. Und wahrscheinlich auch noch ein paar anderen Anpassungen, das werden wir dann am Donnerstag sehen, am 28. September. Im Laufe des Tages werden die Updates veröffentlicht. Mhm. Und Sonic Frontiers hat aber ebenfalls bei der Tokyo Game Show einen neuen Award gewonnen. Und in der Ja, ebenfalls bei den Japan Game Awards, wie schon Sonic Superstars, gab es jetzt den Excellence Award. Und diese Ehre wird halt mit mehreren Spielen geteilt. Das ist ähnlich wie bei dem Future Games Division, das ist der lange Name von vorhin. Ja, genau. Ähnlich wie bei dem bekommen mehrere Spiele eben diesen Award, aber es ist trotzdem eine coole Auszeichnung, die Sonic Frontiers jetzt bekommen hat. Mhm. Das ist dann in der Annual Works quasi Dings von der Tokyo Game Show. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Im Annual Works Bereich von der Tokyo Game Show, ja. Von der Game Awards Zeremonie, ja. Yep. Und ja, das ist einfach sehr cool, dass Sonic Frontiers weiterhin ausgezeichnet wird, denn es ist ja auch ein ausgezeichnetes Spiel. Wow. Ja. Yep. Ist schon wirklich eines der besseren Sonic-Projekte. Und ja, verpasst wie gesagt auch nicht Donnerstag dann unseren Livestream um 20 Uhr, wo wir uns das neue Update anschauen werden. Wenn ihr da blind reingehen möchtet, ist unser Stream, glaube ich, perfekt dafür, weil wir gehen da ebenfalls blind rein und können da noch nicht vorgreifen, was da so alles passiert. Und falls ihr das zu dem Zeitpunkt schon gespielt oder auch durchgespielt habt, bitte schreibt uns nicht im Chat, was passiert, weil wir wollen uns wirklich überraschen lassen. Keine Spoiler, Spoiler werden gelöscht. Ja, und von Sonic Frontiers kommen wir zu einem Spiel, worüber wir vorhin schon geredet haben, nur die Mobile-Version davon. Es geht nämlich natürlich um Sonic Forces Mobile. Oh, das geht tatsächlich auch um Infinite, weil wir das in dem Zusammenhang auch mal geredet haben. Ah, praktisch. Und da wurden jetzt zwei neue Skins angeteased, vermeintlich für Halloween. Es gibt nämlich bald einen neuen Skin für Infinite. Mhm. Und damit ist jetzt offiziell, dass Infinite zum ersten Mal, Infinite noch vor Tails ein eigenes Kostüm bekommt. Oh nein, stimmt ja. Tails hat immer noch nicht. Also Tails hat zwar alternative Designs, so Movie Tails beispielsweise ist drin, Lego Tails ist drin, aber Tails ist so vom Main Cast der Spiele, ich glaube, der einzige Charakter, der noch kein einziges Kostüm bekommen hat. Und ich weiß nicht, warum. Ich verstehe das nicht. So, wow. Es ist halt fucking Tails. Mhm. Ich scroll jetzt gerade mal die Charaktere durch. Es gibt Tails 9, was einfach eine alternative Version ist, die wir haben. Mhm.
es gibt Movie Tales, es gibt Lego Tales und das war's. Yep. Also dazu gibt es halt nur Tales. Wieso bekommt Tales einfach keine Liebe ab? Also ich bin jetzt auch nicht der größte Tales-Fan, aber kommt schon. Ja, ist irgendwie ein bisschen seltsam, dass Tales nach wie vor sehr stark ausgenommen wird von diesen ganzen alternativen Kostümen. Er ist basically die Nummer 2 der Franchise, also keine Ahnung. Ja, eben. Also Nummer 3. Nummer 3 vielleicht noch. Eggman. Ja, der Infinite Skin ist jetzt schlecht zu erkennen. Mal gucken, was es sein wird. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre das eine Art Mumien-Design. Weil er hat auch Bandagen, also so vielleicht Pharao-Mumien-mäßig. Er hat Bandagen an der Hand, eine Maske trägt er noch. Mhm. Also er trägt eine Maske über seiner Maske. Also ich glaube, ich habe auf Twitter auch schon gesehen, ich glaube, das Kind wird so ein bisschen Warlock-Kind genannt. Also so habe ich nichts Offizielles gelesen bisher. Aber nichts Offizielles. Also es hat halt wieder irgendwie für mich auch so ein bisschen den D&D-Vibe, wo ja auch schon so verschiedene Skins eben im D&D-Stil gemacht worden sind oder im Sonic the Black Knight-Stil. Es geht für mich so ein bisschen in die Richtung, habe ich das Gefühl. Ja, mal schauen. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Also er wird hier auch in den Kommentaren ein bisschen als Metal Infinite bezeichnet. Oh ja, kann auch sein. Also mal schauen, was es dann wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber das ist nicht der einzige neue Charakterskin, der ins Spiel kommen wird. Denn Knuckles bekommt ebenfalls ein neues Design. Und das ist wirklich Mummy Knuckles, also Mumien Knuckles. Zusammen mit, und das steht so auf der, ja, auf diesem Post auf X, mit Boo the Ghost. Und jetzt ist natürlich die Frage, bekommen wir Boo als neuen Charakter? Bekommen wir vielleicht eine neue Strecke? Weil das sieht auch ein bisschen danach aus, als könnten wir eine neue Strecke bekommen. Ja. Das ist noch nicht klar. Wir wissen bisher nur, hey, Mummy Knuckles kommt. Mhm. Und ja, das wird wahrscheinlich auch so zu Halloween rum. Also irgendwann im Oktober werden diese Events starten. Der September ist ja jetzt auch fast vorbei. Und es gibt noch keine offiziellen News dazu im Spiel direkt, sondern wir haben nur diese beiden Teaser-Posts bisher. Und ja, ich sehe da sehr viele Memes irgendwie drin. Knuckles mit Bandagen und dann da irgendwie Boom Knuckles natürlich. Ja, natürlich. Und ja, dürfen wir gespannt drauf sein. Mhm. Wo wir auch drauf gespannt sein dürfen, ist, was mit der neuen Website zu den Sonic-Animationen passiert. Denn ihr habt richtig gehört, es gibt jetzt tatsächlich seit dieser Woche eine Website, wo die ganzen Mini-Animationen und Videos eben geteilt wurden. Einmal übersichtlich schön auf einer Seite. Da haben wir im Prinzip sämtliche Shorts. Wir haben hier Rise of the Wisps, Sonic Superstars, Tree of Trouble, Sonic Frontiers Prologue, Tails Tube, Sonic Mania Adventures, Sonic Team Sonic Racing Overdrive, Ciao in Space. Mhm. Die sind alle da auf dieser Website übersichtlich gelistet. Und das spielt ja so ein bisschen mit da rein, was wir vorhin gesagt haben, dass das halt ein Pfad ist, den sie für die Zukunft auch beibehalten wollen, eben so eine animierten Shorts zu machen, weil sie merken, hey, das kommt gut an. Viel mehr ist auf der Seite noch nicht zu sehen, außer ein Ciao-Artwork im Prinzip Redakteurstuhl. Mhm. Nicht Redakteur, Direktorstuhl vielleicht? Ja, Direktor, Regisseur. Das Wort habe ich gesucht. Genau. Yep. Ja, ich bin zu sehr in meinem nicht offiziellen Nebenjob hier als Redakteur. Und ja, ich finde es das cool, dass sie das jetzt sauber auf einer Website haben. SonicTheHedgehog.com/Animation oder Animation. Mhm. Und schon seid ihr da und habt eben alle im Überblick. Wobei es ein bisschen, ich finde, es könnte ein bisschen übersichtlicher sein. So, das ist halt wie bei uns auf der Website, so ein Slider, der mit 3 Items durchläuft. Und da muss man sich da durchklicken, um alles zu sehen. Warum nicht einfach untereinander darstellen? Also, Ich meine, es gibt oben dann so ein Menü. Neben Home gibt es noch ein Series-Menü, wo man die dann alle auch nochmal hat. Und kann da rein noch, aber das muss man dann halt erstmal ein bisschen suchen. Yep. Und ja, schaut da gerne rauf. Das ist nur eine kleine News. Da ist jetzt nicht wirklich was groß Neues dabei, aber ihr könnt jetzt fein säuberlich auf dieser Website eben alle betrachten. Ganz genau. Ist cool, die alle gesammelt zu haben. Yep. Und betrachten könnt ihr auch die neuen Cover von IDW. Ganz genau, ja. Wir haben ein paar neue Cover zu einer kommenden Ausgabe, nämlich Ausgabe Nummer 68. Das ist dann auch wieder ein paar gute Monate in der Zukunft. Und weißt du, welche Ausgabe nach 68 kommt? Oh nein, 70. 69 wird jetzt einfach übersprungen. Nee, die 69, also ganz ehrlich, ich traue IDW das zu, ich traue den ZeichnerInnen des Comics das zu, den Cover-ArtistInnen traue ich das zu, dass sie einfach
ein 69-Joke auf der 69. Ausgabe. Also irgendein Cover, wo irgendeine Referenz darauf ist, wo dann vielleicht einfach nur nice steht oder sowas. Ich traue dir das einfach volle Kanne zu, dass sie das machen. Ganz ehrlich, ja, ich auch ein bisschen. Also, aber das fände ich schon ultra lustig. Ja. Aber nee, aktuell haben wir noch Cover Nummer 68 und diese Ausgabe Nummer 68 hat dann eine neue Storyline. Also ich glaube, sie gehen ab dieser Ausgabe ein bisschen von diesen zwei Stories Konzept wieder weg und es ist eine einzige Hauptstory wieder mit dabei. Zumindest lese ich das jetzt aus der Beschreibung ein bisschen raus. Und zwar erleben Sonic und Tails gemeinsam ein Abenteuer, wie sie mit ihren Extreme Gear unterwegs sind. Und die Extreme Gear haben dann im Grunde eine Fehlfunktion und Sonic und Tails stranden im Grunde in einem Höhlengebiet und müssen da wieder ihren Weg nach draußen finden. Und dazu haben wir dann, wie gesagt, zwei neue Cover. Einmal das Cover Nummer A, gezeichnet von Minho Kim, der unter anderem auch schon sehr viel für IDW gezeichnet hat, auch die großartigen Zeichnungen von The Murder of Sonic the Hedgehog gemacht hat, für den kleinen Visual Novel Spielchen zum 1. April. Und ja, in diesem Cover sehen wir sehr idyllisch, wie Sonic und Tails im Grunde in der Lichtung oder in der, ich glaube, sie sind schon in der Höhle drin. Wie sie einfach sieht so aus, ja. Überall. Ist sehr viel Moos drin, das spricht dafür, dass sie schon in der Höhle sind, tatsächlich. Genau, ja. Also scheint wirklich schon so ein bisschen Höhlengebiet zu sein und ist ein sehr gemütliches Cover einfach, ein sehr hübsches, nettes Cover. Ja. Tolle Farbgebung auch, mir gefallen die Schattierungen, sehr toll gelungen. Aber das ist natürlich kein Vergleich zum Retail Incentive Cover. Ja, natürlich, Retail Incentive von Never Leave or Drain zum 68. Mal in Folge. Die Kombo wird bis dato noch ununterbrochen gehalten. Und Never Leave or Drain hat Sonic und Tails. Ja, ja, gut, warte mal. Ja, das ist eine höhere Kombo. Oh, natürlich. Weil sie hat ja beispielsweise für Scrapnik Island hat sie ja die Hauptcover mitgezeichnet. Genau, ja. Alle vier und ich glaube auch bei Bad Guys und Imposter Syndrome, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren auch ein paar Cover von ihr dabei, ja. Also der Streak ist höher. Der ist nicht bei 68. Das ist jetzt die Retail Incentive Cover sind. Ja, wenn du es darauf nur beziehen möchtest, vielleicht. Also ich glaube, es gab teilweise mehrere von ihr. Ja, ich habe jetzt hauptsächlich Combo gemeint, weil es einfach ununterbrochen ist. Sie hat 68 Cover in Folge gemacht und das ist einfach auch schon extrem beeindruckend, wie ich finde, weil das geht jetzt inzwischen über 5 Jahre schon und sie hat zu jeder einzelnen Hauptausgabe ohne Unterbrechung bis jetzt das Retail Incentive Cover gezeichnet. Und die sehen auch immer wieder absolut fantastisch aus. Ja, sowas war also wirklich eine tolle Alternative. Bei uns leider eine etwas schwieriger zu kriegende Alternative, aber es sollte trotzdem möglich sein mit ein paar Importeuren. Und ja, im aktuellen Cover, sehr cool gelungen wieder, sieht man einfach Sonic und Tails, wie sie mit ihren Extreme Gear gerade in eine Höhle fahren, in so einer Art Unterwasserhöhle. Und oberhalb einfach hell leuchtende Steine, Kristalle, was auch immer, die Farbgebung wieder sehr toll gelungen. Und es ist einfach ein extrem hübsches Cover. Ja, und Hoverboards sind drauf. Das catcht mich immer noch mal ganz besonders, wenn die Hoverboards drauf sind, weil ich habe irgendwie so eine weirde, so ein weirdes Attachment. Mir fällt kein deutsches Wort dafür ein. Ich fühle mich seltsam verbunden zu Sonic Riders und ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer wieder toll, wenn die Hoverboards auftauchen und ich finde es immer noch schade, dass die kommenden Racing Games dann Autos hatten statt Hoverboards. Weil das war so eine coole Idee, was Sonic halt so von Mario Kart abgehoben hat. Stimmt, ja. Und deswegen, ich freue mich immer wieder, wenn sie da Hoverboards drin haben. Das war ja, ich weiß nicht, ob sie es zwischendrin noch mal hatten, aber zuletzt war das ja Ausgabe 10, 11 rum? Glaube ich schon, ja. Ich glaube, da sind sie auch nur bevor. Vielleicht aber nur im Cover? Nee, das war ja direkt auch Teil des Kampfs gegen Metal Sonic, bin ich relativ sicher. Könnte sogar sein, ja, okay. Aber ich glaube, seitdem haben wir die Hoverboards nicht mehr gesehen. Ich bin ja jetzt so bei Ausgabe 15 und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da nochmal irgendwann kam. Ich meine, die Babylon Rogues sind hier wieder vorgekommen und die haben dann jeweils ihre Hoverboards verwendet. Ja, aber die anderen Charaktere halt nicht. Und das ist verschwendet. Ah ja, erzähl weiter, Entschuldigung für die Unterbrechung. Warte, ich war eigentlich so ziemlich fertig. Achso. Wie gesagt, tolles Cover und Ausgabe Nummer 68. Sollte wahrscheinlich so in 2-3 Monaten kommen. Ich könnte jetzt kurz mal nachsehen, ob wir schon ein Datum haben. Aber das wird wahrscheinlich erst ein paar Monaten auftauchen. Moment. War ja gar nicht so extrem lang. Also ist ungefähr angesetzt für den 27. Dezember 2023 aktuell. Aber da kann sich natürlich auch noch... Ja, 27. Dezember, muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht. Das wird wahrscheinlich auf Anfang Januar geschoben. Könnte gut sein, ihr habt gerade zu Weihnachten herum. Die Woche zwischen den Feiertagen sehe ich nicht als Comic-Release-Woche. Aber kann ich mich täuschen, ne? Es ist nur grobe Einschätzung meinerseits. Die nächste Hauptausgabe, die kommen wird, das sollte Ausgabe Nummer 65 sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die kommt Richtung 11. Oktober dann. Also da haben wir ja in einem guten halben Monat neues Comic-Futter. Ein bisschen mehr wie einen halben Monat.
Ja, und neues Comic-Futter ansonsten haben wir natürlich trotzdem bekommen. Stimmt, ja. Der vorletzte jetzt wirklich, oder? Ich glaube, ja, irgend sowas. Vorletzte, ich glaube, es sollte noch ein, zwei kommen, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, ich weiß gar nicht. Wir gucken jede Woche neu nach. Lass uns einfach sagen, vielleicht ist es der vorletzte, vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht kommen noch mehr. Aber ja, es gibt wieder einen kleinen Vier-Panel-Comic zu der Fast Friends Forever-Initiative, die Sega letztens gestartet hat, oder das offizielle Sonic-Team, wo wir einfach ein bisschen was über Sonic mehr erfahren, Charakterprofile sind erstellt worden und eben als weiteres echt cooles Feature bekommen wir so Mini-Comics eben von sehr vielen verschiedenen Sonic-Fans aus den verschiedensten Bereichen. Und diese Woche ist mit einem Comic mit dabei, genannt Raised Voice, Faye Mata. Ich hoffe auch, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und sie zeigt im Grunde in ihrem Vier-Panel-Comic, wie, ich glaube, es wird irgendwie diskutiert, was es zu essen geben soll, irgend sowas, oder was in den Fruchtsalat rein soll, keine Ahnung. Und Evie fragt halt die Gruppe und es sind einfach sehr viele Antworten kommen, werden durch die Gegend gerufen, Erdbeeren, Bananen, Melonen, alles Mögliche. Und ganz am Rand sieht man dann Cream, wie sie noch Karotten fragt. Allerdings, sie wird nicht bemerkt, sie geht einfach in der Menge unter. Bis Amy dann im Grunde auffällt, hey, Cream will verzweifelt etwas sagen. Und sie ergibt das Wort an Cream und Cream sagt dann, wie wär's mit Karotten? Und alle stimmen zu. Und alle sind glücklich. Bis auf Rouge, sie will nämlich den Ring mit Edelstein. Und in meinem Kopf spielt gerade so ab, in den Mixer! Fruchtalarm! Ja, wie gesagt, also der Kontext, warum jetzt irgendwie Früchte oder auch Gemüse in dem Fall zur Diskussion stehen, ist nicht 100% klar. Aber trotzdem ein sehr putziger Comic, dass es manchmal einfach helfen kann, jemandem die Stimme zu geben, der ansonsten leicht überstimmt wird und leicht in der Menge untergeht. Und ja, Faye Mata selbst ist, sie hat dann natürlich auch wieder ein Charakterprofil eben gemacht, das ist dann auch mit gepostet worden auf Twitter, wo dann im Grunde sie ein bisschen was über sich selbst erzählt. Also sie ist Schauspielerin und Voice Actress, also sie macht auch sehr viele Sachen im Voice Acting Business, hat unter anderem Stimme für Pokémon, für Miraculous Ladybug, für JoJo's Bizarre Adventure, Hunter x Hunter, Sailor Moon, Lego Friends und so weiter und so fort eben geliefert. Und unter anderem auch, ich habe jetzt nochmal interessehalber auf Twitter nachgesehen, was sie sonst noch ausgesprochen hat, ob vielleicht eine Rolle dabei war, die ich auch kenne aus Videospielen unter anderem. Und dazu ein kleiner Shoutout, sie spricht den neuen Charakter Aki aus Street Fighter 6 oder A.K.E., ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Charakter jetzt ausspricht, der jetzt im Update Ende September mit dazu kommt. Das war irgendwie ein kleines Detail, wo ich mir gedacht habe, interessant, weil ich Street Fighter aktuell auch sehr stark spiele. Und ja, ist auf jeden Fall ein echt toller kleiner Comic, sehr charmant gelungen. Und wer ein bisschen mehr was über sie dann herausfinden will, kann das dann auch unter anderem auf Twitter machen mit diesen Postings, wo sie ein bisschen was über sich erzählt. Lieblingscharakter übrigens Rouge the Bat, sehr gute Wahl, wie ich finde. Und ja, das sieht man ja auch gar nicht im Comic. So ein bisschen, ja. Rouge bekommt eine kleine Anspielung eben mit ihrem Edelsteinring. Aber ja, sehr toll gelungen, sehr charmant und bin wie gewohnt gespannt auf den nächsten Comic dann. All diese Fast Friends Forever Comics sind einfach wirklich sehr nette Mini-Comics, die wirklich sehr toll gelungen sind und auf die ich mich immer wieder aufs Neue freue. Ja, mal schauen, vielleicht ist ja dann der nächste der letzte, falls wir richtig liegen mit unserer Aussage. Das werde ich jetzt nicht nochmal nachgucken, weil, wir labern hier eh nur Bullshit. Ja, genau. Mal schauen. Ich finde, das ist dann jeweils in der Woche raus. Bestimmt. Und ja, das bringt uns dann im Prinzip schon zu unserer Rubrik Merchandise. Und da haben wir heute überraschend viel. Also so die letzten Wochen gab es halt immer wenig Merchandise, wo wir so drüber gestolpert sind, worüber man berichten könnte. Und heute haben wir ganze 4 Sachen. Ja. Yep. Also mehr als 4 Sachen. Wir haben 4 Merchandise-News. Genau, ja. Yep. Aber ja, dann beginnen wir mal gleich mit dem ersten Bundle, das wir jetzt im Grunde im Sega-Shop erhalten haben. Und zwar handelt es sich um eine Sonic the Hedgehog Halloween Collection. Und in dieser Halloween Collection sind einige Sachen diesmal mit dabei, also gar nicht so wenig Zeug. Wir haben einmal, Moment, warum ist die Seite gerade irgendwie halb kaputt bei mir? Ups. Okay, einmal haben wir... Gut gemacht, David, alles machst du kaputt. Ja, alles ruiniert. Keine Ahnung, die Seite hat gerade irgendwie gebuggt und den halben Text ist irgendwie überschrieben worden. Wir haben einmal ein Sonic the Hedgehog Creeping It Real T-Shirt, sehr toller Pun. Dann haben wir einmal ein Eggman Moon T-Shirt. Und mit dazu kommen dann auch Creeping It Real Socken, Creeping It Real Pin Badge Set und ein Creeping It Real Beanie. Und das alles gibt es im Bundle zu kaufen. Also man kann es als Komplett-Bundle kaufen. Gibt es auch aktuell einen kleinen Sale dazu, wo man sich 24% spart im Sega-Shop für 62,95 €.
Aber diese ganzen Halloween-Artikel kann man dann natürlich auch einzeln kaufen. Da hat man dann die Preise ein bisschen einzelner. Allerdings, der Sale, sehe ich gerade, gilt nur für dieses Bundle oder für die Bundles, die da zur Verfügung stehen. Da gibt es dann auch noch Bundle, wo nur ein paar von diesen Items mitgebundelt sind. Und für diese Bundles gibt es dann, wie gesagt, einen Sale. Wenn man die ganzen Stücke einzeln kauft, dann leider nicht. Also das T-Shirt zum Beispiel oder die beiden T-Shirts kosten jeweils 18 Euro. Der Beanie kostet auch 18 Euro. Die Badges dann 10 Euro und die Socken nochmal 16 Euro. Und ja, ein paar nette Sachen mit dabei. Mich interessiert vor allem dieses Eggman Moon T-Shirt. Das finde ich sehr cool gelungen. Das wäre etwas, wo ich mir sagen könnte, das würde ich mir wahrscheinlich gern holen. Der Eggman Merchandise ist immer cool. Ja, ich hätte halt auf das Creeping and Real T-Shirt Bock, aber ohne den Text. Weil das Artwork finde ich sehr schön. Das Artwork ist sehr putzig, ja. Aber ich mag den Text da drauf nicht. Der, weiß ich nicht, den will ich nicht haben. Ja, man kann zu dem Pun wahrscheinlich stehen, wie man will. Aber ja, es geht mir nicht um den Pun selbst. Ich will einfach nur den Text nicht drauf haben. Sondern das Artwork lieber ein bisschen größer. Okay, ja, auch verständlich. Aber ja, auf jeden Fall ein nettes Halloween-Bundle. Sehr passend zur aktuellen Zeit. Kann man sich schon mal ein bisschen einstimmen. Und ja, könnt ihr euch gerne dann im Sega-Shop anschauen. Okay, dann mache ich gleich direkt weiter. Ja, mach einfach direkt weiter. Okay, und jetzt machen wir erstmal Halloween, aber für Weihnachten ist auch schon ein bisschen vorgesorgt mit dem nächsten Stück Merchandise. Nämlich, wir hatten es letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, eins von beiden, bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, ob das jetzt schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Wir hatten damals einen Sonic the Hedgehog Adventkalender, wo man sich im Grunde so eine Sonic-Figur zusammenbasteln kann. Das war, glaube ich, Sonic eben auf dem Snowboard in der Ice Cap Zone. Und jetzt. Ich glaube, es war letztes Jahr, ja. Könnte letztes Jahr gewesen sein, ja, bin ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Und ja, dieses Adventkalender-Merchandise für die Sonic-Franchise kehrt dieses Jahr auch wieder zurück. Kann man sich auch schon im Sega-Shop bestellen. Diesmal allerdings steht Tails ganz im Fokus. Wir erhalten nämlich eine Tails-Figur, auch, ich schätze mal, in der Ice-Cap-Zone, wo Tails einfach auf so einem Eishügel draufsteht. Und man sieht da auch den Checkpoint-Marker, der ist auch mit dabei. Und diese Figur kommt dann auch wieder in dieser Adventkalender-Form, wo man jeden Tag im Grunde ein neues Stück von dieser Figur bekommt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt 24 Tage sind. Das sieht nämlich irgendwie aus, als wären es nur 4 auf dem Bild selbst drauf. Keine Ahnung, wie das dann genau funktioniert. Obwohl, nö, das ist dann nochmal unterteilt in verschiedene... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt 24 Türen ausgehen, aber vielleicht. Es wirkt irgendwie zu... Oh doch, 24 Components steht da in der Beschreibung drin. Also doch, es sollten wirklich 24 Stücke sein. Und ja, diesen Tails Adventkalender kann man sich holen für aktuell 89,99 Euro. Also doch ein bisschen teuer, aber die Figur sieht dann auch relativ groß aus. Hat natürlich weiters jetzt nicht First for Figures Qualität und auch, ich habe auch zu der Sonic-Figur, die es letztes Jahr gegeben hat, so immer wieder mal ein bisschen Kritik gehört, dass die ein bisschen unstabil war. Also, dass die relativ leicht wieder auseinandergefallen ist, nachdem man sie zusammengebaut hat. Also muss man sehen, ob die Tails-Figur da vielleicht ein bisschen besser dann gebaut ist, dass man das irgendwie ein bisschen besser zusammenbauen kann. Designed wird diese Figur von Numbskull Designs, die jetzt auch schon sehr viel Sonic Merchandise auch gemacht haben in letzter Vergangenheit. Da kommt immer wieder mal was. Und ja, wie gesagt, kann man sich holen. Wenn man sich's holt, natürlich beachten, dass man es rechtzeitig macht. Allerdings, genau gesagt, man kann sich's nicht jetzt sofort holen, weil es ist noch ein Pre-Order-Item und wird dann wahrscheinlich Richtung November 2023 veröffentlicht. Also hoffentlich dann noch rechtzeitig, dass es sich mit dem 24 Tagen ausgeht, Anfang Dezember. Relativ pünktlich. Ja, genau. Aber ja, bei Sega Shop natürlich auch nochmal die kleine Info, da immer ein bisschen aufpassen. Da kommen für uns in Europa, also Mitteleuropa hauptsächlich, auch nochmal heftige Versand- und unter anderem auch Zollgebühren mit dazu. Ich habe mir sagen lassen, dass sich das verändert hat von, ich glaube, Mirai hatte mir das gesagt. Okay, dann never mind. Also, Angaben ohne Gewehr, aber es könnte sein, dass das eben besser geworden ist. Okay, ich habe jetzt leider eine Weile schon nichts mehr bestellt, also müsste ich selbst mal überprüfen vielleicht. Aber ja, wenn das der Fall ist, dann sehr cool. Dann sind die ganzen Fanartikel, die ganzen Merchandise-Artikel ein bisschen erschwinglicher. Ja. Aber ja, so viel mal dazu. Gut, dann haben wir das fertig und wir kommen aber noch zu zwei weiteren Merchandise-News, die jetzt die Woche eigentlich, ja, gut aufgenommen wurden. Denn erstmal gibt es von G-Merch, I don't know. Da war ich ein bisschen G-Merch, ja, kommt hin. Gibt es jetzt ein Classic Amy Plüsch. Das ist 10 Zoll groß. Fragt mich nicht, wie viel das im metrischen System ist, weil Amerika möchte das ja scheinbar nicht. Und naja. Ja. Aber da gibt es jetzt, wie gesagt, ein Classic Amy Plüsch und das kostet 30 Euro. Expected Arrival steht hier zwischen Oktober und November 2023. Sprich, das sollte irgendwann kommenden Monat, also bald auch rauskommen. Man sollte es sich
theoretisch, nein, man kann es sich leider nicht importieren, sehe ich gerade, nur in US und Kanada. Oh, okay, schade. Durch Lizenzgründe, aber vielleicht wird das ja hier auch von einem hiesigen Vertreiber einfach lizenziert, sodass wir das hier kaufen können. Das ist ja bei Plüschis, die sind ja doch dann eher mal hier drüben. Genau, ja, vielleicht landet es auch im Sega-Shop, wenn wir bekommen. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Und ich sehe gerade, G heißt Great Eastern Entertainment. Ah, okay. Und von denen kommt auch ein weiteres Plüschtier, was jetzt angekündigt wurde. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Mhm. Ja, ein 8 Zoll Plüschi von Sage, von dem der Hauptantagonistin für weite Teile von Sonic Frontiers. Mhm. Quote-unquote Tochter von Eggman. Genau, ja. Und ja, das soll wohl ab dem 30. September verfügbar sein. Wir haben auf Twitter ein kleines Bild schon bekommen von Great Eastern Entertainment, wo wir sie schon mal sehen können. Sieht schick aus. Ich muss aber sagen, persönlich finde ich nicht wirklich gut hochwertig verarbeitet. Ich finde es ein bisschen schade, dass ihr Curly Hair im Grunde nur eine Fläche zu sein scheint und nicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen in die Höhe geht. Das ist ein bisschen schade, weil das sieht dann natürlich offiziell um einiges besser aus mit ihrer Frisur. Ja, das sieht halt hier doch sehr günstig produziert aus, was ein bisschen schade ist, aber was will man machen? Aber Sage Merchandise an sich ist ein cooler Schritt und hoffentlich ein cooler erster Schritt. Wäre cool, wenn es dir ja auch ein bisschen Merch geben würde. Das stimmt. Und ja, wie gesagt, ab 30. September wird das dann wohl verfügbar sein und dann kann man sich das vielleicht kann man das importieren. Yep. Wer weiß. Mal schauen. Oder es taucht bei uns auch auf. Sehen wir ja dann noch. Mhm. Und ja, dann hast du eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, die ich persönlich sehr cool finde. Ja, sehen natürlich. Aber ich weiß, dass es doch den ein oder anderen Sonic-Fan da draußen gibt, der da ja, ein bisschen anders denkt vielleicht. Könnte sein. Es ist doch ein sehr diverses Spiel. Und zwar reden wir über Sonic CD. Und Sonic CD hat einen ziemlich großen Geburtstag gefeiert letztens. Sonic CD ist nämlich 30 Jahre alt geworden. Das war der Fall am 23.09.93 ist das Spiel erstmals dann herausgekommen. Erst release damals in Japan. Zu uns in Europa ist es erst ein bisschen später dann am 8. Oktober rausgekommen. Aber ja. Sonic CD hat seinen großen 30. Geburtstag gefeiert letztens. Ich habe auf Twitter auch sehr viel Fanart gesehen, eben von Amy und Metal Sonic, die ja beide damit ihren ersten Videospielauftritt hatten. Und ist eine coole Sache. Ich persönlich finde Sonic CD einen sehr, also definitiv das interessanteste Spiel von den Classics. Und ja, zweitbestes Classics-Spiel, ich erlaube keine Diskussion. Don't add me. Es hat auf jeden Fall den besten Soundtrack von den ganzen Classic-Spielen, für mich persönlich. Na, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Weil, ja. Sorry, Sonic & Knuckles, harte Konkurrenz, sehr harte Konkurrenz, ja. muss ich ganz einfach so sagen. Ist eine starke Konkurrenz, kann ich auch voll und ganz verstehen, aber Sonic CD gewinnt für mich ganz, ganz knapp in der Hinsicht. Der japanische Soundtrack ist einfach sehr verdammt gut. Ja, da sind wir dann mal wieder verschiedener Meinung und werden unsere Freundschaft ab jetzt beenden. Der Podcast ist damit auch offiziell beendet. Ja, okay. Tut mir sehr leid für alle, die uns gemocht haben, aber ich kann mit diesen Menschen einfach nicht zusammenarbeiten. Es funktioniert ja, nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben es probiert, wirklich. Wir haben es 202 Folgen lang probiert und ja, jetzt klappt es einfach nicht mehr. Ja. Also, tschüss. Nein, Spaß. Ja, oh ja, Sonic CD, 30. Geburtstag auf jeden Fall. Habe ich mir gedacht, das ist einen kleinen Shoutout wert, weil es doch ein sehr interessantes Spiel ist, wie gesagt. Es hat sehr viele zweischneidige Reaktionen innerhalb der Fanbase. Aber ich selbst würde mich auf jeden Fall als relativ großen Fan vom Spiel bezeichnen. Ja, ich mich selbst natürlich auch. Und ja, das wär's dann eigentlich. Das wär's. Ja. Das war die Folge. Meine Güte, das war ein sehr langer News-Rückblick diesmal. Ja, also wir haben, weiß ich nicht, wann haben wir gestartet? 16:45 circa, jetzt ist es 18:11. Ja. Aber ja, hätte schlimmer werden können. Mhm. Wir haben ja heute, mussten wir leider etwas später aufnehmen, weil ich bin natürlich, was mache ich sonst in meiner Freizeit? Ich sitze eigentlich nur noch im Zug aktuell. Mhm. Deswegen dachte ich mir, die Tradition muss fortgesetzt werden. Ich sitze wieder im Zug. Ja. Und dann kann man hier ja unsympathisch, abgehoben, unehrlich reinkommen. David, Vollnudeln. Ja, du hast nicht alle News rausgesucht. Da gibt man dir einmal diese Aufgabe. Da mache ich extra die Fleißaufgabe und dann kriege ich noch auf den Deckel dafür. Autsch. Ja, also es geht halt gar nicht, wer das verbreitet hat. Deswegen mache ich das in Zukunft wieder selbst. Genau, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. Punkt. ist immer so, ja.
Nein, wir versuchen natürlich nicht zu unsympathisch hier zu wirken, aber ich weiß, dass ich das bin. Das wurde mir schon mal gesagt. Was? Nö, stimmt nicht. Nein, da würde ich also stark widersprechen. Okay. Siehst du, das ist so typisch David. Der widerspricht mir einfach in allem. Nö, ich widersprich nicht dir, ich widersprich den Dude, der gesagt hat, dass du unsympathisch bist. Ja, aber ich habe doch über mich selbst gesagt, dass ich unsympathisch bin. What? Du warst der Dude? Okay, sorry, mein Hirn ist nein, also, ach, ist egal, verstricken wir uns jetzt nicht darin. Ich habe jetzt während der Folge tatsächlich ein bisschen am Thumbnail gearbeitet und ich hoffe, das wird appreciated, weil ich werde noch ein bisschen was dran feilen, aber David, ich kann dir das ja schon mal, kann dir ja schon mal den ersten groben Entwurf mal zeigen und dann kannst du. Ich kann mir schon denken, um was es geht, ja. Kannst du dir die Live-Reaction ja schon mal überlegen? Vielleicht finde ich noch ein paar coole Ideen, die ich machen kann. Oh nein. Oh nein. Okay, ganz ehrlich. Ja, großartig. Ich wünschte, es hätte ich als Artikelbild damals für meinen Artikel verwenden können, ganz ehrlich. Also ja, mal gucken, wie das ankommen wird. Ich feile noch ein bisschen dran. Ist jetzt halt nicht super viel Arbeit da reingeflossen dann, aber dem großen Rant der Woche muss man ja auch in Form von einem Thumbnail medienwirksam Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ganz genau, ja. Das ist tolle Clickbait. Ja, das muss halt ausgeschlachtet werden, was hier abgeht. Und die große News der Woche ist selbstverständlich Hilltop Zone aus dem Sonic Speed Simulator, den jeder von uns selbstverständlich zu Tode suchtet. Mhm. Punkt. Eindeutig, wir werden das Spiel garantiert in den nächsten Minuten sofort runterladen. Aber ja, am Donnerstag dürft ihr wieder dabei sein, wenn es heißt, hey, die Typen sind wieder live. Mhm. Um 20 Uhr spielen wir nämlich dann Sonic Frontiers, was dann schon unser 10. Stream zum Spiel ist. Ja, wow. Also kein Spieler hat so viele Streams abbekommen wie Sonic Frontiers. Mhm. Und wir haben auch noch einen Kommentar bekommen in dieser Woche. Ich glaube sogar mehrere. Lass mich mal ganz kurz noch YouTube abchecken. Ja, da ist ein Kommentar auf die Folge Final Horizontal von LP Stubi. Wieder eine sehr gute Folge von euch. Vielen Dank für die Infos und die Erwähnung in eurem Podcast. Von Sonic X hatte ich die Metarex-Sage bereits auf DVD in Deutsch komplett aufgenommen. Finde jetzt toll, dass man dass jetzt auch andere in den Genuss davon kommen können. Macht weiter so, LP Stubi. Vielen Dank, wir geben uns Mühe. Ja, dankeschön. Und interessant, ja, die Folgen damals aufzunehmen, ist wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten, die dann wirklich auf einem Medium zu haben bei uns, weil ansonsten ist es ja echt schwer. Aber jetzt kann man ja alle Folgen gucken, fast. Fast. Sie haben Folge 53 vergessen, scheinbar. Ja, wir haben halt Staffel 1 auf DVD, die geht bis Folge 52 und Staffel 2, die ich letzte Woche als Staffel 3 bezeichnet habe, und ich glaube, das war auch international Staffel 3 bei uns, aber Staffel 2. Mhm. Ja, die fängt eine Folge zu spät an, weil naja, die Staffel beginnt eigentlich mit Folge 53 und die fehlt halt einfach noch. Ja, die fehlt einfach aus. Aber naja, und von Eisenfuß, beziehungsweise It's So Sad That I Squid auf Spotify gab es einen Kommentar, der sehr gut an das anlehnt, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. So, wir haben letzte Woche noch voll happy über die Sonic Symphony gesprochen. Mhm. Und dann kam die Folge raus und wir sprechen da noch drüber, aber da war die Abkündigung ja schon bekannt. Ja. Und da natürlich der Kommentar, nein, die schöne Sonic Symphony. Yeah. Ja, es tut uns leid. Tut uns wirklich leid, das war keine Absicht. Aber falls ihr auch kommentieren möchtet, das könnt ihr natürlich tun auf YouTube zur aktuellen Folge. Einfach einen Kommentar hinterlassen. Wir lesen sie alle bis dato, weil so viele kommen nicht. Aber manchmal vergessen wir einfach darüber zu sprechen. Bin ich ganz ehrlich. So, dann plant man die Folge irgendwie so ein bisschen, ja, dann kann man ja am Anfang noch das einstreuen. Dann fängt die Folge an und wir sind so, ja, hier der News-Rückblick. Los geht's. Und auf Spotify könnt ihr das natürlich auch machen. Da könnt ihr immer, wenn ihr die Folge aufmacht, gibt es die Frage, was hältst du von dieser Folge? Das wird als automatisches Q&A von Spotify direkt generiert. Und da könnt ihr dann einfach einen Kommentar hinterlassen, wie ihr die Folge fandet. Vielleicht auch mal ein paar Highlights oder sowas reinschreiben aus der Folge. Das wird uns sehr freuen. Ja, und gerne. Wir schauen auch, dass wir die immer vorlesen und die immer nachgucken. Mittlerweile hat Spotify ja sogar einen kleinen Indikator, endlich mal, wo es einen neuen Kommentar gab. Das war vorher immer ein bisschen schwierig zu sehen. Ui, okay, ja. Also gerne, gerne einfach da auch kommentieren und sagen, wie ihr die Folge fandet. Oder ihr bewertet uns auf Spotify so mit 5 Sternen. Das wäre schon sehr cool. Ja.
Und selbiges gilt natürlich auch für Apple Podcasts und da könnt ihr auch eine schriftliche Bewertung hinterlassen. Da haben wir auch sehr lange keine mehr bekommen. Mhm. Ergo würden wir uns natürlich freuen, wenn da bald mal wieder eine neue reinflattert. Ja. Und ja, auf YouTube gibt es ja auch diese tolle Möglichkeit, so, da gibt es diesen Daumen hoch und wenn man da draufklickt, kommt da so eine richtig tolle Animation, wo man so richtig gepusht ist, boah, geil, ich will gleich noch alle anderen Folgen mit einem Daumen hoch versehen und das freut uns natürlich auch sehr dann, wenn ihr das tut. Natürlich. Und ansonsten hören wir uns natürlich nächste Woche am Montag wieder und kleine Entschuldigung an dieser Stelle, wir haben das VOD zum Stream von letzter Woche und, nein, von vorletzter Woche und von letzter Woche, vergessen rechtzeitig hochzuladen. Das heißt, das von vorletzter Woche mit Sonic Mania, dem Zugabemodus, wird zum Zeitpunkt, wenn die Folge draußen ist, wird es da sein und das von unserem Sonic Forces Playthrough kommt dann im Laufe der Woche. Sorry für die Verspätung. Ich habe das, bevor ich in die Heimat gefahren bin, einfach völlig vergessen und in der Heimat hatte ich dann nicht die Mittel und Wege, ein Thumbnail zu erstellen, weil ich kein PC mit hatte. Mhm. War dann etwas schwierig, deswegen kam ja auch die Folge nicht pünktlich. Ja. Yeah. Aber ja, wir liefern das nach und dann hoffe ich, seid ihr auch alle ganz, ganz happy und schaut euch die VODs an, falls ihr die Streams verpasst habt. Auf Twitch sind sie natürlich, wie gewohnt, aber schon da gewesen und verfügbar und können angesehen werden. Genau, ja. Und jetzt verabschieden wir uns. Macht es nicht gut, macht es besser. Kommende Woche sind wir wieder da und natürlich am Donnerstag zum Stream. Schaut gerne vorbei. Mhm. Passt auf euch auf. Und trinkt genug, weil trotz September, Ende September ist es immer noch viel zu warm. Also jetzt 18.18 Uhr haben wir immer noch 20 Grad hier. Das ist nicht Ende September-Wetter. Also holy shit. Nicht ganz, ne? Wer auch immer für das Wetter da oben verantwortlich ist, die da oben, bitte gette mal deinen Shit together. So, genau. Das funktioniert nicht. Ich will Schnee. Mach mal kalt, ja. Mach mal kalt, ja. ja, und dann bis nächste Woche. Wir verabschieden uns jetzt mit dem Outro-Song, der gesungen wurde von unserem Hörer Sebolabs und gespielt von seiner Band Das Güldene Loch. Auf Wiedersehen. Macht es gut. Viel Spaß mit Sonic Frontiers. Bis dann. Kennt ihr den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt? Sonic kann Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer. Doch zum Glück hab ich Rookie und den Dev dabei. Die sind ein wahres